Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier im Hotel Adlon zu unserer Schlussveranstaltung des heutigen Nachmittags. Ein Nachmittag, an dem die Anrainer des Pariser Platzes mit sehr unterschiedlichen Akzenten an 25 Jahre Mauerfall erinnern, das eine Woche vor dem Datum, das dann von der Bundesregierung, dem Stadtland, dem Land Berlin begangen wird. Ich heiße Sven Tetzlaff und begrüße Sie im Namen der Körberstiftung. Die Körberstiftung hat hier auch am Pariser Platz ihr Hauptstadtbüro und trägt deshalb diese Reihe am Pariser Platz mit der Anrainer. Für diejenigen unter Ihnen, die Körberstiftung nicht kennen, das ist eine private, unabhängige Stiftung, die von Hamburg aus und Berlin aus mit Programmen in den Feldern Bildung, Wissenschaft, internationale Politik, Gesellschaft und Kultur unterwegs ist. Und im Bereich Bildung beschäftigen wir uns insbesondere mit der Erinnerungskultur, mit schwierigen Fragen der Vergangenheit in Deutschland und Europa. Und das ist vielleicht auch der Bezug zu der Veranstaltung, mit der wir jetzt heute diese Reihe hier beschließen werden. Ich möchte zu der Veranstaltung selber Folgendes sagen. Der Titel insgesamt ist 25 Jahre Mauerfall, aber wie Sie dem Titel unserer Diskussion entnommen haben, wollen wir das ein bisschen historisch weiten. Es steht unter dem Titel Herbst 89, was bleibt von der friedlichen Revolution? Uns geht es heute Nachmittag hier um die Vorgeschichte, mindestens um die Monate und Wochen vor dem Fall der Mauer, in denen zuletzt Hunderttausende Bürgerinnen und Bürger der DDR ihre Angst zu dem damaligen Zeitpunkt auch vor der chinesischen Lösung überwandten und das Ende der DDR friedlich erzwungen haben. Initiiert wurde diese Massenbewegung von Oppositionsgruppen in der DDR, an die wir hier erinnern wollen. Woher bezogen sie ihre Stärke? Was einte sie? Worin lagen aber auch Unterschiede? Zu welchem Zeitpunkt zeichnete sich eigentlich ab, dass der Weg zur Demokratie auch zur Wiedervereinigung führen würde? Und wir wollen den Bogen in die Gegenwart schlagen, zu der Frage der Debatte, die uns in den letzten Wochen Hinweise darauf gibt, wo wir eigentlich stehen, 25 Jahre später. Das ist Ihnen geläufig unter den Stichworten, war es eine Wende oder eine friedliche Revolution, war die DDR eine Diktatur oder doch ein Unrechtsstaat. Was ist heute, 25 Jahre später, von der friedlichen Revolution geblieben? Wo stehen wir? Ich freue mich sehr, dass wir für das Gespräch zwei Gäste gewinnen konnten, die als Zeitzeugen, als politische Gestalter und als Historiker auf die friedliche Revolution und das, was bleibt, zurückblicken. Marianne Birtler brauche ich Ihnen hier in Berlin nicht weiter vorzustellen, aber vielleicht für die Jüngeren unter Ihnen ein paar Stichworte zu ihrer Biografie. Seit 1986 aktiv in verschiedenen Oppositionsgruppen in der DDR, 1990 Mitglied der ersten frei gewählten Volkskammer, später Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen, Vorstandssprecherin ihrer Partei, Bildungsministerin in Brandenburg und schließlich bundesweit bekannt als Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen. Das Amt hat sie bis 2011 ausgeübt. Und in diesem Jahr ist ihre Autobiografie erschienen. Nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass Frau Birtler unterschiedliche Ehrenämter innehat. Eines davon ist mit der Körberstiftung verbunden. Sie hat lange im Kuratorium des Geschichtswettbewerbs gewirkt, den die Körberstiftung ausrichtet, und ist Mitglied des Stiftungsrates der Körberstiftung. Herzlich willkommen, Frau Birtler. Diskutieren oder ins Gespräch kommen wird sie mit Ilko Sascha Kowalczuk. Herr Kowalczuk absolvierte in der DDR zunächst eine Ausbildung zum Baufacharbeiter und arbeitete danach als Pförtner. Nach dem Fall der Mauer konnte er Geschichte studieren, promovierte und war von 1995 bis 1998 Mitglied der Enquete-Kommission Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur des Deutschen Bundestages.
Seine Bücher zur DDR-Geschichte haben immer wieder Debatten angestoßen. Das zuletzt von ihm herausgegebene Buch Fasse dich kurz wurde jüngst in der Zeit als sensationelle Edition gewürdigt. Auch Ilko Kowalczuk hat Bezüge zur Körber-Stiftung, unter anderem war er Bundesjuror des Geschichtswettbewerbs. Herzlich willkommen, Ilko Kowalczuk. Moderiert wird das Gespräch von der Chefredakteurin des Deutschlandfunks, Birgit Wernzien, die ich ebenfalls an dieser Stelle ganz herzlich begrüße. Und noch ein Wort, ja, Sie können gerne klatschen. Noch ein Wort zu dem Format des Gesprächs. Es findet im Rahmen unserer Reihe History at Debate statt. History at Debate haben wir gemeinsam mit der Gerda-Henkel-Stiftung entwickelt. Das ist ein interaktiver Web-Talk. Das heißt, wir übertragen das Gespräch ins Internet, um das über den Pariser Platz und über diesen Raum hier im Hotel Adlon öffentlich zu machen und ermöglichen den Menschen, die das dann betrachten, mit Kommentaren und Fragen sich über Twitter oder über das Portal LISA der Gerda-Henkel-Stiftung hier zu beteiligen. Mein Kollege Franz Jungblut wird also im Verlaufe des Gesprächs hier Fragen mit reinbringen, wird auf die Bühne kommen, um dann zu versuchen, die Menschen und die Kommentare von außen einfach in die Diskussion einfließen zu lassen. Was nicht heißt, dass Sie nicht auch die Gelegenheit bekommen sollen, Ihre Fragen zu stellen. Also im letzten Viertel des Gesprächs werden wir entsprechend öffnen und dann freuen wir uns, wenn Sie sich rege beteiligen. Ich freue mich jetzt auf ein anregendes Gespräch. Sie haben die Bühne. Lieber Herr Kowalczuk, herzlich willkommen. Liebe Gäste im Saal, ebenso herzlich willkommen. Und die User im Netz, die uns jetzt per Livestream verfolgen, ebenso herzlich willkommen. Herr Tetzlaff, wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Und wir hatten uns drei kleine Kapitel aufgeschrieben und überlegt und wollen nicht mehr als die letzten 25 Jahre in den nächsten anderthalb Stunden besprechen, auch mit Ihnen und Ihren Fragen. Das erste Kapitel lautet bis 89, bis zur Revolution. Das zweite Kapitel die Revolution als solche und alles, was dazugehört, also unmittelbar die Zeit der runden Tische, die auch dabei war. Und das allerletzte Kapitel dann, haben wir uns überlegt, sollte der Erinnerung gewidmet sein und dem, was man damit macht und oder was zum Beispiel auch die Art und Weise, wie wir uns erinnern, über uns sagt, die wir uns erinnern und nicht nur über die Zeit, an die erinnert werden soll. Die erste Frage ist ganz klar, lieber Herr Kowalczuk, waren Sie vor 25 Jahren in diesen Tagen, nicht am 9. November, das will ich nicht wissen, aber justament jetzt vor 25 Jahren, wo muss ich Sie mir vorstellen? Ja, jedenfalls nicht im Adlon. Nicht im Adlon, und gut. Nicht in irgendeinem Fünf-Sterne-Hotel. Revolutionen finden in aller Regel ja außerhalb solcher Paläste statt. Herr Tetzlaff hat es angedeutet, Bauarbeiter, Pförtner. Welche Zeit war das für Sie damals? Naja, ich war jung, ja? Hatte viel Spaß. Der Staat hatte nicht so viel Spaß mit solchen Typen wie mit mir. Ist wahrscheinlich so ein Grund, warum große Teile meiner Generation dann diesen fehlenden Spaß dem Staat zurückgegeben haben mit Ignoranz dem Staat gegenüber und dass man keinen Bock mehr auf ihn hatte und sagte, wir wollen was anderes. Das ist, glaube ich, eine relativ etwas einfache, banale Erklärung dafür, warum dieser Umbruch im hohen Maße von jungen Leuten getragen wurde. Ob sie nun weggerannt sind oder auf die Straßen gerannt sind. Und irgendwo da war ich auch. Kannte Ilko Sascha Kowalczuk damals Marianne Bürtler in ihrer bürgerbewegten Gruppenzeit? Wussten Sie voneinander? Kannten Sie einander? Also Frau Bürtler kannte mich nicht, aber ich kannte natürlich Frau Bürtler so wie andere. Nur ich wäre nicht auf die Idee gekommen, sie als Bürgerbewegte damals sozusagen zu bezeichnen. Das waren für mich wichtige
Personen, die ja alle in den letzten zwei Jahren vor 1989 eigentlich erst ein Gesicht und ein Profil bekommen haben durch die ganzen Vorgänge um den Stasi-Überfall auf die Umweltbibliothek in der Zionskirche, über die Ereignisse am Rande der offiziellen Luxemburg-Liebknecht-Demonstrationen, als Oppositionelle verhaftet worden sind und im Endeffekt ausgebürgert worden sind, als es darum ging, gegen die Zensur von kirchlichen Zeitungen zu protestieren und dann gegen die plumpen Wahlfälschungen. Das waren alles sind jetzt bloß so Marken oder die Proteste gegen die Religierung von Oberschülern an der Ossietzky-Schule. Das waren alles Proteste, die deshalb eine gewisse Bedeutung hatten in diesem ganzen Prozess, weil dadurch die Opposition in der DDR an Profil gewann, an öffentlichem Profil. Sie wurden bekannt. Und sie wohnen dafür für so Leute wie für mich und für viele andere Leute gar nicht so sehr so ein Vorbild oder wie man sich das so vorstellt oder wie man das gerne vielleicht in die Geschichtsbüchern lesen würde. Das waren eher so Leute, von denen man sagte, ja, die sind irgendwie alle einen Schritt weiter als man selbst. Die waren auch ein bisschen älter, die wissen offenbar schon, wo es lang geht. Also gucken wir mal weiter, orientieren wir uns mal so ein bisschen an denen. Das ist, glaube ich, so, also jedenfalls so für das Milieu, für das ich sprechen kann, so die wichtige Funktion, die Marianne Bürtler und viele andere wahrgenommen haben. Vielen Dank für die Auskunft. Frau Bürtler, war Ihnen das damals bewusst, dass Sie für viele andere Kowalczuks auch wesentlich waren, dass Sie da auch ja, so etwas wie eine Vorbildfunktion hatten? Weniger. Es gab ja auch Leute, die für mich Vorbildfunktion hatten und zu denen ich, wenn man den Begriff mal verwendet, aufgeschaut haben. Also ich komme ja nicht zu sagen aus den Kreisen, die bereits Anfang der 80er Jahre begonnen haben, sich zu treffen, politisch aktiv zu werden und so weiter. Mein Weg war etwas anders. Ich war kirchliche Mitarbeiterin, war zwar immer ein politisch wacher Mensch und wusste auch ganz einigermaßen gut Bescheid und hatte auch meine Meinung, aber ich bin eigentlich auf dem anderen Weg über die Kirche auf die Opposition gestoßen. Ich arbeitete von Mai 1987 an für das Berliner Stadtjugendveramt. Das war so eine Art Leitstelle evangelischer Jugendarbeit und zugleich sowas wie so ein Link zwischen Opposition und kirchlicher Jugendarbeit. Das war ja keinesfalls ein spannungsfreies Verhältnis. Es ist ja eine Legende zu meinen, die Kirche wäre so Hort der Opposition gewesen. Es waren einzelne Gemeinden, einzelne Dienststellen, die meinten, wir sind hier herausgefordert, wenn es in der DDR verboten ist, sich also Privatgruppen zu bilden, Informationen zu beschaffen, zu diskutieren, dann sind wir herausgefordert, solchen Gruppen auch Raum zu geben, damit sie einmal wissen, wohin und zum anderen auch einen legalen Status haben. Und ich war sozusagen dazwischen, war damit beschäftigt, auch Kirchengemeinden zu überreden, sich dieser Herausforderung zu stellen und andererseits auch dann gelegentlich in den Oppositionsgruppen dafür zu werben, dass man auch ein bisschen auf die Belange der jeweiligen Gastgeber Rücksicht nimmt. Wir haben dann auch manchmal sind auch Veranstalter aufgetreten, beispielsweise wenn es um Solidaritätsveranstaltungen ging, das Stichwort ist schon gefallen, für die Schüler, die von der Ossietzky-Schule in Berlin-Pankow geflogen sind, aus banalen Gründen. Und das ist ja überhaupt keine besondere Erfahrung gewesen. Es gab ja in den zurückliegenden Jahrzehnten unglaublich viele Schüler, auch Studierende, die von den Schulen oder von den Universitäten relegiert wurden. Aber jetzt war neu, dass Leute dagegen rebellierten. Dafür brauchten wir auch Räume. Und ich habe das mitveranstaltet und das ist vielleicht auch einer der Gründe, weshalb so manche mein Gesicht kannten, weil ich da immer rumwuselte und versuchte, eine Kirchengemeinde zu bequatschen, dass den Raum zur Verfügung stellte und dann auch mit den, im Grunde ein bisschen moderiert habe auch. Also einzelne Kirchengemeinden haben einzelne Räume zur Verfügung gestellt und gaben Schutz. Wäre das für Sie eine Alternative gewesen? Haben Sie da mal dran gedacht, damals auch in einem Kirchenraum Schutz zu suchen? Naja, Sie zwingen mich jetzt gewissermaßen in eine Rolle, die ich nicht höre. Ich bin sitze hier als Historiker und kann Ihnen erklären, was da abgelaufen ist. Meine Biografie selber ist ja ziemlich uninteressant, nur vielleicht kann man das erahnen, dass wenn ein junger Typ, so wie ich, mit 17, 18 sich entscheidet, Pförtner zu werden, dass das jetzt nicht so eine Entscheidung war, die völlig aus dem Kopf kam, so unter dem Motto, so stelle ich mir den Rest meines Lebens vor.
offenbar gab es da ja sozusagen eine gewisse eine Biografie, die mich letztendlich dazu gebracht hat. Ich wollte natürlich auch in der DDR gerne Abitur machen oder studieren oder was auch immer. Das war mir eben aus verschiedenen Gründen alles nicht möglich. Und ich war dafür insofern mitverantwortlich, als dass ich das letztendlich sehenden Auges gemacht habe, weil ich eben meinen Kopf hatte. Und insofern, da bin ich jetzt bei Ihrer Frage, ich war extrem politisiert, ich war extrem politisch. Die Kirche war damals als politischer Raum für mich keine Alternative. Und zwar aus einem ganz einfachen Grunde, dass es gar keine intellektuelle Spielerei gewesen, sondern dass es vielleicht stärker der gewissermaßen vielleicht meinem Alter oder meinen politischen Überzeugungen damals sozusagen verhaftet gewesen. Ich glaubte nicht an solche Ersatzöffentlichkeiten und Ersatzstrukturen. Das, ganz ehrlich, das war mir so ein bisschen zuwider. Obwohl ich mich vor allen Dingen in kirchlichen Milieus herumgetrieben habe seit meinem 14., 15. Lebensjahr und obwohl ich da ganz viel, ganz einzelnen Pfarrern und ganz viel zu verdanken habe für mein eigenes Leben. Aber das war für mich eigentlich, und das habe ich auch immer so empfunden, das fand ich immer so ein bisschen nicht ehrlich und das fand ich so alles so, wie soll ich sagen, waren alles so Kompromisse, die man machen kann, die mich aber irgendwie auch letztendlich nicht befriedigt hat. Nun hört sich das so an, als wenn ich so wahnsinnig schlau gewesen bin. Ich war überhaupt nicht schlau, ich wusste auch nicht mehr. Ich wusste nur, dass das irgendwie nicht so meine Sache ist. Und insofern habe ich das sehr genau beobachtet, war auf allen Veranstaltungen in den letzten Jahren, die in Ostberlin so abliefen und wo ich so hingehen konnte. Aber ich hatte immer ein unbehagliches Gefühl dabei. Und insofern fand ich das auch wahnsinnig befreiend für die Kirchen, den Herbst 89, dass die Kirche wieder Kirche sein konnte. So wie die Schriftsteller endlich wieder Schriftsteller sein konnten und nicht immer für die Ersatzöffentlichkeit herhalten mussten, dass jedes Wort, was Christoph Hein oder Volker Braun oder Christa Wolf in der Öffentlichkeit gelassen hatten, dass man das immer gleich politisch sozusagen auseinandergenommen haben. Ich natürlich auch. Aber auch da haben die mir, so jung ich war, aber das habe ich, glaube ich, verstanden, eigentlich irgendwie immer leid getan, weil man sie sozusagen immer in Rollen drängte, die sie eigentlich nicht hören als Künstler. Aber wir kennen das ja von heute. Ja? Wir machen den Fernseher an und da stehen irgendwelche Sportler oder irgendwelche Ansagerinnen oder irgendwelche Leute, die in ihrer Profession ganz bedeutend sind, die mir aber auf einmal anfangen, die Geschichte zu erklären oder die Politik oder sonst wie. Nur weil man glaubt im Fernsehen, in den Medien, dass man bekannte Gesichter braucht, dass das Volk sich freut, huhu, die kenne ich und die erklären einem dann die Welt. Das können die aber gar nicht, das ist ja gar nicht ihre Profession. Und so ein bisschen ähnlich war das in der DDR damals auf einer anderen Ebene auch. Ich danke dem Historiker Kowalczuk für diesen Blick in die Person und in die Geschichte ihrer Person. Und wissen Sie was? Ich finde das interessant. Frau, und nicht nur ich, glaube ich. Frau Bittler, wie ging es jetzt weiter? Also das eine ist ja das Schutzsuchen in diesen Räumen und das andere sind ja die Oppositionsgruppen, die entstanden. Wir haben ja eine ganze Palette von Gruppen damals. Initiative für Frieden und Menschenrechte, die Frauengruppen, die sich lange vorher schon engagierten, beispielsweise Ulrike Poppe, als eine ganz wichtige zentrale Figur. Also wie kam es von diesem kleineren Engagement im Schutz der Kirche hin zu einer Konstituierung, sagen wir mal, von kleineren anderen Öffentlichkeiten im Land? Eine Konstituierung würde ich das nicht nennen. Es kam einfach über den Zwang der Verhältnisse kam es zu einer Vernetzung von Oppositionsgruppen. Die SED war ja wirklich in einem Dilemma. Die konnte das nicht einfach so laufen lassen, was diese Gruppen machen. Die wurden ja immer frecher. Aber wenn sie, was sie ja immer wieder versucht hat, gegen die Gruppen, gegen führende Köpfe der Opposition vorging, provozierte sie Solidaritätsaktionen, eine Vernetzung, dann kamen Leute dazu, machte also, ohne das zu wollen, diese Gruppen auch stärker und handlungsfähiger. Das ist ein Dilemma gewesen. Hinzu kam natürlich noch so eine Rücksicht auf das internationale Renommee. Ich glaube, die Stasi hätte ganz gerne ab und zu mal kräftiger zugeschlagen, aber die SED wollte eben, dass die DDR ein international anerkannter Staat ist und bleibt und damit verträgt es sich nicht, wenn man allzu, sagen wir mal, öffentlich hart mit Oppositionellen umspringt. Also haben sie das hat sie zunehmend ratlos gemacht, dass sie gegen die Opposition vorgegangen sind, aber irgendwie indirekt dann auch immer zu ihrer Stärkung dazu beigetragen hat. Und tatsächlich, ich meine, manche Oppositionsgruppen sind ja nicht angetreten mit der Absicht, wir kämpfen gegen die SED, sondern das waren Einpunkt,
Gruppen, das waren Ökologiegruppen oder Dritte Weltgruppen oder Leute, die sich um Pädagogik kümmerten oder so. Und Schwulengruppen, Lesbengruppen, die eigentlich erstmal was für ihre Interessen tun wollten. Und dann sind sie aber sehr schnell, so ist das in Diktaturen, an Grenzen gestoßen. Und an diesen Grenzen trafen sie auf andere, die andere Themen hatten. Und dann hatte man schon auch eben auch das gemeinsame Interesse. Kann man hier in diesem Staat einfach etwas tun für die eigenen Interessen? Kann man sich hier austauschen? Und das verknüpfte dann natürlich auch diese Gruppen. Und in Reaktionen auf staatliche Maßnahmen bildeten sich dann auch, wenn man so will, so Metagruppen, also Koordinierungsgruppen, wo aus jeder dieser Oppositionsgruppen ein, zwei Leute saßen, damit man auch gemeinsam handlungsfähig wurde. Ja, und so wurde dann daraus irgendwann auch so eine gemeinsame Szene, was ja nicht von vornherein so war. Was hatte man gemeinsam? Die Unterstellungen, die Vorstellungen waren ja sehr unterschiedlich. Sie haben darüber gesprochen. Es waren Umweltgruppen, es waren eher Frauengruppen, es waren Initiative für Frieden und Menschenrechte, also sehr metakommunizierende Gruppen. Hatte man was gemeinsam? Ja, wir hatten auch sehr unterschiedliche Auffassungen, was sozusagen, worin eigentlich Oppositionsarbeit besteht, ob man mehr sozusagen anarchisch vorgeht oder ob wir, wie das in der einen Gruppe, in der ich aktiv war, ob wir sagten, wir tun mal so, als hätten wir schon demokratische Verhältnisse, wählen uns eine Vertretung, halten auch demokratische Spielregeln ein und so. Also da gab es durchaus auch Konflikte. Aber was wir halt gemeinsam hatten, war zunächst mal dieser große und gefährliche Gegner, die SED, die uns versuchte, in die Schranken zu verweisen, einzuschüchtern und so weiter, was aus Solidarität herausgefordert hat. Ja, und dass wir einen Traum hatten von einer anderen Gesellschaft, von anderen Strukturen, von Selbstbestimmung, davon, dass wir über das ungestraft und unverfolgt über das reden, was uns interessiert. Also es gab, denke ich, eine ganze Menge Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen uns, die wurden dann, weil wir gerade diesen gemeinsamen Gegner hatten, hier und da schon sichtbar, aber wirklich schmerzhaft dann natürlich erst später. Herr Kowalczuk, Sie haben in der Analyse dieser Zeit als Historiker immer wieder auch noch mal ganz kräftig aufmerksam gemacht auf die Wirtschaft, die Bankrotte des Landes, auf die Umwelt, die katastrophale, aber auch auf die außenpolitische Gemengelage. Die hatte sich ja hin zu diesem Herbst auch entscheidend verändert. Wenn Sie jetzt von heute aus betrachtet auf diese Gruppierungen schauen und ihren gemeinsamen Feind, war die Außenpolitik und die wirtschaftliche Situation möglicherweise Katalysator für das, was da an politischen Vorstellungen war? Oder war es andersherum? Also es ist immer schwierig bei solchen... Das sind transitorische Gäste, die vielleicht bleiben. Mal gucken. Es ist immer schwierig bei solchen Umbrüchen von epochalem Ausmaß. Tatsächlich zu bestimmen, und es ist sogar unsinnig, zu sagen, was war nun sozusagen die Hauptursache. Wir finden immer eine Gemengelage vor und wir finden immer sozusagen Prozesse, die gerade in dem Moment, in dem sie ablaufen, scheinbar nebeneinander ablaufen und tatsächlich aufs Engste miteinander verzahnt sind. Und deswegen sind Historiker in aller Regel eben auch immer so schlau, weil sie im Nachhinein alles ganz gut erklären können. Aber dabei sind sie genauso eingeschränkt natürlich so in ihrem Blickfeld wie eben alle Zeitzeugen. Und deswegen würde ich das so nicht formulieren. Natürlich haben alle politisch bewussten Menschen mitbekommen, dass das System, seitdem Gorbatschow an der Macht war in Moskau, vor einer Herausforderung stand, die es so bisher nicht kannte, nämlich dass neue Impulse ausgerechnet aus Moskau kamen. Und dieses System politisch damit umgehen musste. Und das verstärkte dann natürlich wirtschaftliche Auflösungsprozesse, wirtschaftliche Probleme. Und das Hauptproblem, vor dem das der Apparat stand, es hat ein Motivationsproblem. Also es gab so einen inneren Erosionsprozess. Denn auch das muss man immer wissen. Erfolgreiche Revolutionen, die gewinnen ja nie gegen starke, stabile Systeme, sondern die sind natürlich angeschlagen und die haben auch Legitimationsprobleme des eigenen Apparats. Und das kann man alles wunderbar
in der DDR beobachten, eben auch diese Auflösungserscheinung innerhalb des Apparates, der Polizei, der Stadtsicherheit, der politischen Justiz und so weiter und so fort. Und diese, die besondere historische Bedeutung der Opposition liegt im Mobilisierungsfaktor der Gesellschaft. Sie waren diejenigen, die über Jahre hinweg immer stärker Öffentlichkeit herstellte, immer stärker bei den Menschen zwischen Rügen und Suhl das Gefühl erzeugten, das, was ich hier tagtäglich erlebe, das ist keine zufällige, subjektive Erfahrung, die ich mache, weil ich irgendwie das wahrnehme, sondern das findet überall in diesem Land statt. Und das muss man öffentlich machen, damit man auch dran glaubt, dass das, was man sieht, eben nicht nur meinem subjektiven Blick geschuldet ist, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und das hat die Opposition gemacht auf verschiedenen Ebenen. Umwelt war ein Riesenthema. Da spielten eben die Westmedien dann eine große Rolle, weil ab Mitte der 80er Jahre Teile der Opposition eben sagten, wenn wir in die eigene Gesellschaft zurückwirken wollen, dann brauchen wir die Westmedien, denn nichts wird in der DDR so stark konsumiert wie die westlichen Medien. Und das kommt dann tatsächlich an jeden Abendbrottisch zwischen Rügen und Suhl zurück. Und hier nicht nachzulassen, sondern, und das ist auch so Ihre Frage davor, um die nochmal aufzugreifen, wie das mit der Opposition passierte. Es setzten Lernprozesse innerhalb der Opposition ein. Nach jedem vermeintlichen Rückschlag, nach jeder vermeintlichen neuen Repression wurde daraus nicht nur gelernt, dass man sagte, wir brauchen andere Kommunikationsstrukturen, wir brauchen andere Vernetzungsstrukturen, wir müssen uns auf den nächsten Schlag des Staates anders vorbereiten, sondern für jeden Menschen, der sozusagen ausfiel, der entweder in den Westen abgeschoben wurde oder der im Knast landete, standen auf einmal nicht ein oder zwei, sondern 10 oder 20 neue Leute da. Auch das war sozusagen ein Effekt, den es so in diesem Umfang vorher nicht gegeben hatte. Und das führte dann eben dazu, dass man zum Sommer 89 hin praktisch etwa ein Jahr, also seit dem Sommer 88 bis zum Sommer 89 sehr intensiv in relativ kleinen Kreisen darüber nachgedacht hat, was könnten die neuen Strukturen sein? Was könnten die neuen Formen sein, mit denen wir uns artikulieren, mit denen wir versuchen, in die Gesellschaft hineinzukommen? Und da war dann zum Beispiel ein Punkt, dass die Leute um das neue Forum herum, also um Bärbel Bohley und Jens Reich herum, sagten, wir brauchen irgendwie einen Trick, um an die bisher Unpolitischen, an die Unzufriedenen zu kommen. Das heißt zum Beispiel, möglichst wenige Pfarrer zu haben. Ja, das war sozusagen so eine Grundansage, weil ein Großteil der systemloyalen Leute, da wusste man, die machen eventuell schon was, aber die werden sofort zurückschrecken, wenn zu viele Pfarrer da in der Nähe sind. So, und so haben die sich das ganz genau überlegt und da haben die gesagt, wir brauchen einen Aufruf, den erstmal mehr oder weniger alle unterschreiben können, in dem gar nicht viel drinsteht. Da ging es immer wieder, ich will das bloß noch kurz zu Ende führen, um die Mobilisierung. Und so wurde an verschiedenen Orten darüber nachgedacht und nun kommt ein Effekt hinzu, der damals viele Leute irritiert hat. Auf scheinbar wie so innerhalb von wenigen Wochen, wie so Pilze aus dem Boden schossen, überall neue Oppositionsgruppen. Und jetzt gab es einen Vorteil, der bis dato ein Nachteil war. Nämlich, dass die Opposition in der DDR bis zu diesem Zeitpunkt bis auf wenige Ausnahmen kaum ein Gesicht hatte. Die waren relativ unbekannt. Und das war der Vorteil, nämlich, dass auf einmal die einen hier was machten und die anderen da was machten und die Dritten da was. Die normalen Menschen am Fernseher oder in den Städten dachten, ach, guck mal an, die machen was. Kein Mensch oder die wenigsten wussten, dass die sich alle sehr gut untereinander kannten, dass die teilweise nur deshalb zwei verschiedene Gruppen machten, weil die nicht mehr miteinander geredet haben oder weil die aus Versehen mal vorher miteinander im Bett gelegen haben und nun nicht mehr. Und dann macht man sozusagen eben auch neue politische Richtungen miteinander. Das war aber in dem Moment politisch unglaublich effektvoll, weil ganz viele Leute nun sagten, wenn der sich traut und die was macht, dann will ich auch was machen. Und so kam es dann zu dieser Protestflut. Das ist gewissermaßen sozusagen meines Erachtens einer der wesentlichen Punkte historischen Verdienste der Opposition, diesen Mobilisierungseffekt in die Gesellschaft getragen zu haben. Also auch so ein Stück Beheimatung, wenn, ich bin jetzt noch nicht sicher, ob das Wort passt, aber es gab eine Menge Unzufriedene, die aber irgendwie Solitäre waren. Und je mehr die mitkriegen von solchen Gruppen, desto eher ist das auch eine Einladung. Und wir wissen ja alle, in Situationen, in denen wir ängstlich sind, brauchen wir andere Leute, mit denen wir uns zusammen austauschen oder so. Und es gab ja dann nicht erst im Oktober, auch schon vorher, so diese regelmäßige Fürbittandachten aus den verschiedensten Anlässen und in den verschiedensten Kirchen. Fürbittandachten, das war im Grunde eine neue Veranstaltungsform. Das war eine Mischung aus politischer Versammlung und Andacht. Andacht eben, weil man in der Kirche war. Und politische Versammlung war aber im Grunde der Anreiz, für viele zu kommen.
Und damit war natürlich auch eine bestimmte Kultur verbunden. Und die Leute kamen dahin regelmäßig, die Kirchen waren rappelvoll, weil sie Informationen kriegten, weil sie sich Mut machten, weil sie merkten, guck mal, hier sind ja noch viel mehr, die so ein Interesse haben wie ich. Das hatte eine ganz wichtige Funktion. Also das machte auch, das war auch ein Mittel gegen die Angst natürlich. Bitte noch eine Frage abschließend zu unserem ersten Kapitel und dann gerne die Twitter- und Mails-Zuschriften, die wir bekommen haben. Sie alle beide haben uns jetzt sehr eindrücklich die Erosion beschrieben, die Bewegung beschrieben, das numerische Anwachsen und auch die außenpolitische Konstellation. Frau Böttler, Herr Kowalczuk, inwieweit war aber trotzdem, und das haben Sie, Frau Böttler, so deutlich beschrieben in Ihrem Buch, inwieweit war aber trotzdem damals vielen und den meisten Menschen in der DDR durchaus noch Angst und Bange, wenn sie daran dachten, denn die chinesische Lösung war ja nicht weg, sondern die war durch manche Schlägereien und manche Gegenwehr des Staates ja auch bis zum Tag und am Tag vorher Christa Wolff dann nochmal in großen Interviews vor der Leipziger Demonstration Anfang Oktober, die war ja präsent. Also trotz aller Erosion, die sie bemerkten und konstatierten, hat man davor doch damals Angst gehabt. Also ich gehöre zu den vielleicht wenigen Leuten oder Historikern, die relativ ungern von der friedlichen Revolution sprechen. Für mich ist das eine Revolution gewesen, weil damit wird verdeckt, dass es bis zum Abend des 9. Oktober alles andere als friedlich war. Und dieser Ruf, keine Gewalt, war ja ein Ruf, der auch eine gewisse Erfahrung und damit auch eine gewisse Angst dem Staat gegenüber innewohnte. Denn das war man gewohnt, dass der Staat mit Gewalt, mit nicht friedlichen Mitteln reagiert. Und das hatte man auch in diesen Tagen erlebt, am 7. Oktober sehr massiv in Ost-Berlin. In Plauen war das noch viel massiver. Das ist den meisten Leuten nicht so ins Gedächtnis gerückt, weil in Plauen keine westlichen Fernsehkameras dabei waren. Da kam es zu einem großen Polizeieinsatz, der so weit eskalierte, dass sogar der Polizeikommandant mitten im Einsatz abgelöst werden musste, weil die Lage drohte zu eskalieren. Ich erinnere an die für die DDR-Verhältnisse damals völlig neuartigen Unruhen und Ausschreitungen um den Dresdner Hauptbahnhof herum. Das war alles andere als friedlich und das war alles vom Staat provoziert. Und das alles war vermengt mit den Drohungen der ostdeutschen Kommunisten um Modrow, um Krenz, um Schabowski, um die SED-Crew herum. Und diese Drohung war eindeutig über Monate hinweg, nämlich seit der Niederschlagung der Demokratiebewegung auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking. Wenn ihr euch so verhaltet, werden wir genauso zuschlagen. Und warum war das den Leuten so implantiert im Kopf? Aus zwei Gründen. Das eine war, egal wie alt man war, man wusste, dass die Kommunisten genauso Reformbemühungen niederschlagen würden. Das wusste man von 56 aus Budapest, das kannte man vom Prager Frühling, das kannte man aus Polen, aus der Sowjetunion sowieso. Das war sozusagen drin. Und das andere 53. Ich habe ganz bewusst unter anderem, ich habe vielen anderen. Ich habe aber ganz bewusst das Jahr 53 nicht erwähnt. Es geht ja um die Wahrnehmung der Leute und da war zumindest den Leuten, die 53 noch nicht geboren worden sind, 53 eben gerade nicht präsent. Das ist aber ein anderes trauriges Kapitel, wo auch die Westmedien eine gewisse Rolle spielten. Aber ich will was anderes sagen. Und das andere war, was jeder wusste damals, es gab einen chinesischen Propagandafilm, der sozusagen verteidigte auf eine brutale Art und Weise, warum man in Peking die Demokratiebewegung niedergewalzt hat und was da passierte. Und die DDR war das einzige Land auf der Welt, in dem dieser Film mehrfach wiederholt wurde. Obwohl auch in den bundesdeutschen Medien gesagt wurde, das ist ein Fake, das stimmt so nicht. Und das wusste man natürlich. In der jungen Welt gab es, das war die auflagenstärkste Zeitung der DDR, ganzseitige Gräuelfotos von sozusagen umgebrachten chinesischen kommunistischen Funktionären. Das kannte man von 1956, da hat man das mit Ungarn gemacht. Diese Drohung, also die zog sich durch und Krenz und Schabowski und Modrow haben sich in Peking und Ende September, Anfang Oktober 89 in Ost-Berlin mit der Führung der chinesischen kommunistischen Partei getroffen. Das waren die Signale und man traute es ihnen auch zu. Es war ja nicht so, machen Sie es oder machen Sie es nicht. Man traute den Kommunisten das zu, weil man von denen gar nichts anderes kannte. Und die einzige Hoffnung, die man hatte, war, dass tatsächlich Gorbatschow seinen ostdeutschen Genossen mit Liebesentzug drohte, wenn die sozusagen sowas machen. Und dass er sagt, wir lassen euch diesmal sozusagen, wir unterstützen euch diesmal nicht. Und das war gewissermaßen die einzige Hoffnung, die man hatte und die sich dann zum Glück auch bewahrheitet hatte oder umsetzte. Frau Büttler, wann war Ihnen das klar?
Anfang Oktober? Nein, nun muss man da sagen, dass die SED über die Staatssicherheit ja sowieso in all diesen Jahrzehnten immer dafür gesorgt hat, dass die Menschen wussten, sie sind unter Kontrolle. Das war ja auch gewollt, ne? Diese permanente Einschüchterung. Und dann war das natürlich, das hat Ilko Kowalczyk schon gesagt, nach der offensiven Verteidigung des Vorgehens dieser chinesischen Machthaber, war klar, das ist nicht nur ein außenpolitisches Zeichen, das war auch ein Signal in unsere Richtung. Und dieses Stichwort von der chinesischen Lösung, das war schon im Gespräch. Also wir hatten damals in der Samariterkirche in Friedrichshain so ein Traueraltar aufgebaut und andere haben so ein Trauertrommeln, sind damit durch die Stadt gezogen. Ja, überall in der Stadt konnte man sehen, diese länglichen Abzeichen, wo die chinesischen Schriftzeichen für Demokratie drauf standen. Und die Stasi ging brutal einfach nur gegen diese Äußerungen von Mitleid und Solidarisierung vor. Und wir wussten oder wir hofften oder gingen davon aus, dass die Sowjetunion sich raushalten würde. Aber wir wussten auch, die SED, die Stasi, die Bereitschaftspolizei und die NVA sind noch allemal stark genug, um zumindest vorübergehend auch dramatisch gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen. War dann der Moment, das wussten wir wohl. Der Moment der großen Demonstration in Leipzig Anfang Oktober und der Nicht-Einsatz von Gewalt dann, der Moment, wo Sie hofften zumindest, Der Wendepunkt war der 9. Oktober, wo auch in anderen Städten demonstriert wurde, wo alle das im Gefühl hatten, die Situation spitzt sich zu. Und das war dann der Montag, wo uns dann auch tagsüber schon Informationen erreichten, wie der Staat sich in Leipzig auf diese abendliche Demonstration vorbereitet. Das waren zunächst mal Gerüchte, die wir nicht überprüfen konnten. Später stellte sich aber tatsächlich heraus, dass die Staatsmacht dort alle Vorbereitungen getroffen hatte, bis hin zur Vorbereitung von Ärzten auf Schussverletzungen und so, dass es dort wirklich spitz auf Knopf stand. Und wir, ich war ja in Berlin, wir trafen uns und hatten Angst. Also hier in Berlin war es in den Nächten zuvor auch schon zu über 1200 Verhaftungen gekommen und wir wussten heute Abend, steht es wirklich auf Messerschneide. Und dann stellte sich halt heraus, dass die Leipziger unbehelligt demonstrierten, ohne dass es zu Gewalt kam. Und auch in Berlin hatte sich die Szenerie schlagartig verändert. Und da hatten wir das Gefühl, jetzt haben wir es geschafft, was nicht stimmte. Aber wir hatten das Gefühl, dass wir es geschafft hatten. Vielen Dank. Herr Dr. Jungblut, was gibt es für Reaktionen, bitte? Lassen Sie es uns wissen. Also eine Frage, die öfter aufkam, haben zumindest Sie, Frau Bittler, gerade schon beantwortet. Was war 1989 in Ihrer Wahrnehmung so der eigentliche Wendepunkt? Es kamen Vorschläge eben um die Geschehnisse rund um den 40. Jahrestag der DDR. Oder die Frage nach der Alexanderplatz-Demo am 4.11. Da kennen wir, wie gesagt, Ihre Meinung zu. Ich weiß nicht, ob Sie sich dazu noch mal äußern möchten. Genau, der Umschlagpunkt, den hatten Sie ja eben sozusagen mit dem 9. Oktober beantwortet. Das tut mir leid. Geht es jetzt besser? Soll ich jetzt gleich darauf antworten oder wie ist das? Ich kann ja noch die anderen Fragen sonst aufziehen und Sie können gucken. Ansonsten hatten wir noch Fragen, die um einerseits so ein bisschen die Reformfähigkeit der DDR sich drehten und andererseits um den Punkt, den Sie angesprochen hatten, mit dieser massiven Repression, durch die eigentlich die Opposition erst, wenn man so will, in die Gänge kam oder immer aktiver wurde. Dazu gab es mehrere Fragen, wie zum Beispiel von einem Benutzer auf dem Portal Lisa. Waren denn die Umweltgruppen, Frauenbewegungen etc. bereit gewesen, mit der SED zusammenzuarbeiten, wenn sie in den 80ern den Eindruck gehabt hätten, es gibt Zugeständnisse und man reagiert nicht nur mit purer Repression? Und die andere Frage, die in eine ähnliche Richtung gehe, wie lange hätte die Diktatur noch die Möglichkeit gehabt, sich reformwillig zu zeigen, zum Beispiel indem man politische Straftaten, die in den 80ern angeklagt worden sind, amnestiert oder irgendwie ein Signal macht, die Forderungen der Bürgerrechtsbewegung sind angekommen und man möchte im geschützten Rahmen drüber sprechen, bevor das Ganze eskaliert. Das waren so die wesentlichen Fragekomplexe. Also von Reformfähigkeit darf man, glaube ich, bezogen auf die SED nicht sprechen. Das gab vielleicht eine Illusion davon.
Aber man muss es, also der Punkt war schon lange, lange erreicht eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob es mal einen davor gab, wo jedes Entgegenkommen der SED, mit dem sie die versuchte irgendwie die Verhältnisse zu befrieden, also mit den, mal angenommen, sie hätten mit der Opposition, es gab ja mal so eine kurze Zeit, wo das Stichwort Dialog im Vordergrund stand, aber das war längst eine Zeit, wo wir, sag ich jetzt mal, das nicht als vernünftiges Entgegenkommen interpretiert hätten, sondern als Schwäche, die uns nur noch mehr herausforderte, die SED wiederum herauszufordern. Also eine realistische Reformchance gab es da nicht mehr. Im Grunde kann man sich nur wundern, dass wir nicht viel eher auch miteinander durchschaut haben, dass die SED am Ende ist und damit auch die DDR. Die Einsicht kam uns ja reichlich spät. Wer wollte von den Gruppierungen mit der SED zusammenarbeiten? Umweltgruppen war, das war eine weitere Frage. Naja, die Frage habe ich ein bisschen anders verstanden. Da ging es ja eher, glaube ich, so darum, ob in den 80er Jahren, wenn die SED bereit gewesen wäre, gewissermaßen in ein Gespräch mit gewissen kritischen Gruppen zu treten, ob das ein anderes Ergebnis hätte dabei rausgehen können. Also ich bin an der Stelle, das ist jetzt aber natürlich eher eine Glaubensfrage, also mit kontrafraktischer Geschichtsschreibung ist das ja immer so eine Geschichte. Ja? Was wäre gewesen, wenn? Ja, das wissen wir natürlich am Ende des Tages dann doch alle nicht so genau. Aber ich glaube auch, dass solche Diktaturen, die ja davon leben, dass sie in einem hohen Maße eine geschlossene, nach außen abgeschottete Gesellschaft versuchen zu produzieren und aufrechtzuerhalten, dass solche Gemeinwesen, solche Systeme, die darüber gestülpt werden, nicht wirklich überhaupt nicht reformfähig sind. Wenn man da gewissermaßen, über die Jahre hinweg gibt es so einen Stau an bestimmten Dingen, letztendlich auch am Freiheitswillen, wenn man da ein Ventil öffnet und versucht, da ein bisschen Druck abzulassen, dann explodiert der Kessel. Ich glaube, das ist auch, das ist da praktisch das Dilemma, vor dem Reformatoren von Diktaturen stehen. Man hat das 56 im kommunistischen System 56 sehr schön gesehen, als die Ungarn von oben eine Reform erstrebten und dann gewissermaßen ihnen das aus der Hand glitt. Das hat man im Prager Frühling gesehen, 68, auch das der Versuch von oben. Und jetzt kommt das, was immer viele nicht verstehen, wenn ich sage, Ceausescu, Honecker und Jaques, der war damals in der CSSR der Chef, die haben genau diese richtigen Lehren gezogen. Die haben sich nämlich in einer Systemlogik, die vollkommen zutraf, gegen Gorbatschow gestellt. Nämlich, weil sie gesagt haben, wenn wir anfangen, dem nachzueifern, dann platzt uns der ganze Laden weg. Unsere Diktatur macht nur Sinn, wenn wir sie genau so weiter durchziehen, wie sie ist. Und das hört sich nicht sehr nett und nicht sehr menschenfreundlich an, ist aber systemlogisch. Also ja, insofern sozusagen der Fehler aus einer Diktatursicht liegt der Fehler bei Gorbatschow. Ja, und bei den Leuten, die sozusagen da mitmachten, das lässt sich einfach sozusagen nicht transformieren in so ein bisschen Freiheit und so ein bisschen Liberalität. Und wir haben dann behalten sozusagen aber die Grundstrukturen des Systems dabei. Das funktioniert nicht. Und das ist nebenbei gesagt eben auch so ein bisschen die Antwort auf die Frage, ob es das dann hätte geben können, solche Gespräche. Natürlich hätte es die geben können, aber die hätten letztendlich immer mit dem gleichen Ergebnis enden müssen in der Logik des Systems. Die Wahrheit hatte die Partei gepachtet. Also muss gewissermaßen am Ende auch immer ihre Wahrheit siegen. Ja, und das ist gewissermaßen auch die Begrenzung jeden Dialoges vor 89 und auch 89. Letztendlich der Krenz hat nichts weiter gemacht, weil er nämlich nicht anders konnte, als dieser Logik zu folgen, irgendwie immer hinterher zu hecheln und dann irgendwie immer ein paar Tage zu spät zu sagen, wir machen das jetzt so. Also zum Beispiel ganz dein letzter Versuch war, dass er sagte, er ruft jetzt den runden Tisch ein. Er lädt zum runden Tisch ein. Da war die Idee schon längst im Raum, alle bereiteten sich schon vor und er versuchte ein letztes Mal so zu tun, als wenn er als SED-Chef nun irgendwie sich vor den Karren spannen könnte. Also das ist sozusagen, dafür hat es dann gerade noch gereicht und das war lachhaft genug. Also an zwei Punkten wird das auch nochmal deutlich. Bis heute hält sich ja die Legende, insbesondere bei der Linken, dass beispielsweise der Mauerbau oder die Ausweisung von Biermann Fehler gewesen wären. Das waren keine Fehler. Die hatten gar nichts, dem blieb gar nichts anderes übrig, es sei denn, sie wären abgetreten. Also wenn die Mauer nicht gebaut hätten, kann man sich ja ausrechnen, was dann passiert wäre. Und wenn sie Biermann in der DDR gelassen hätten, nachdem einmal klar war, der findet Auftrittsmöglichkeiten in den Kirchen beispielsweise, also er ist nicht mehr eingesperrt bei sich zu Hause, dann wäre das immer so munter so weitergegangen. Also
kann man nicht sagen, dass es Fehler waren. Im Grunde war der harte Kurs systemimmanent und logisch und für eine Weile jedenfalls noch existenzerhaltend. Darf ich noch eine? Aber ich wollte noch eine andere Frage eingehen, die ich nämlich sehr interessant finde und die ich auch sehr, sehr berechtigt finde. Ob es denn Oppositionsgruppen oder Gruppen, kritische Gruppen gab, die gerne in einen intensiveren Dialog mit den Herrschern getreten wären. Davon kann man allerdings ausgehen. Denn die politische Pluralität der systemkritischen Gruppen ist ja nur deshalb nicht wirklich zum Tragen gekommen und ist verdeckt worden bis zum Herbst 1989, weil der Gegner so übermächtig war und der Gegner gewissermaßen die politischen Differenzen überdeckte. Und natürlich gab es davon eine ganze Reihe von Leuten, von Gruppen, die von ein bisschen mehr Demokratie träumten, ein bisschen Reformchen, aber durchaus im Rahmen des Systems und vor allen Dingen auch in einer andauernden Zweistaatlichkeit. Das darf man nicht vergessen. Und hier kommt nämlich ein Faktor, glaube ich, zum Tragen, der dann also im Prinzip erst nach dem 9. November so richtig durchschlug, also nach dem Tag des Mauerdurchbruchs, nämlich die große Unbekannte in solchen Systemen ist immer eigentlich der größte Teil der Gesellschaft, der bis dahin ruhig sich verhält. Man weiß, was die Opposition will, man weiß, was die Herrschenden wollen und man weiß, kennt auch ungefähr die Größenverhältnisse, man weiß aber eigentlich nicht, was die große Mitte dazwischen will. Und das war genau der sozusagen der demografische Unsicherheitsfaktor und der hat dann nach dem 9. November 1989, insbesondere dann am 18. März 1990 bei den ersten freien Wahlen mit ziemlicher, klarer, deutlicher Sprache gesprochen, einer, die uns, in dem Falle kann ich mal sagen, uns alle, glaube ich, überrascht hat, was jetzt da sozusagen auf einmal passierte. Ganz kurz, Herr Kowalsch, und nicht so schnell. Nehmen Sie mich mit. Revolution draußen, der runde Tisch drinnen. Wir haben es schon kurz angedeutet, die Töchter von Luther de Maizière haben damals gesagt, Vater, schreibt die Geschäftsordnung, damit in diesem anarchistischen Zustand, Zwischenzustand, in dem wir jetzt bitte im zweiten Kapitel hineinspringen, noch einigermaßen Ordnung herrschte. Frau Bittler, wie muss ich mir das vorstellen? Also die Moderatoren da an dem Tisch waren von Kirchens. Ansonsten war das ein Geviert, an dem auf der einen Seite die Oppositionsgruppen saßen und auf der anderen Seite Luther de Maizière und andere, auch FDGB-Vertreter. Wie war das? Also, denn da draußen war ja irgendwie alles so aus den Fugen und Sie mussten jetzt an diesem Tisch irgendwie versuchen, so Reste oder Substanzen von Austausch zu schaffen. Wie ist das gelungen? Na, das war schon eine aufsehenerregende Zeit. Die Sitzungen des Runden Tisches sind ja durchgängig vom Fernsehen der DDR übertragen worden. Wir hatten eine unglaubliche Einschaltquote. Es ruhte Hoffnung darauf, dass endlich sozusagen die Oppositionsgruppen, die Gegner der SED auch öffentlich zu Wort kamen. Also ich glaube, die Diskussion ist noch gar nicht zu Ende geführt, welche Rolle der Runde Tisch hatte, weil das natürlich ein Übergangsmöbel war, das durchaus verschiedene Gesichter hatte. Einerseits garantierte dieser Runde Tisch auch einen, sagen wir mal, gewaltfreien Übergang in eine veränderte Gesellschaft. Andererseits ist in dieser Zeit, in der der Runde Tisch tagte und sich zunächst mal formal gar nicht so viel geändert hatte, was die Machtverhältnisse betrifft, war das auch eine Zeit, in der viele ihr Schäfchen ins Trockene gebracht haben. Und in der, man spricht ja sozusagen von den sogenannten Modrow-Anwälten, also wobei, um nur ein Beispiel von vielen zu nennen, ganz abgesehen von materiellen Fragen, wo manche sich da gesund gestoßen haben, wo beispielsweise viele sogenannte Juristen der Staatssicherheit ihre Anwaltszulassung bekommen haben und so weiter und so fort. Also es war einerseits ein Prozess, der garantierte, dass sich was veränderte, aber hinter den Kulissen geschah auch viel, über dem man nachträglich nur den Kopf schütteln kann. Und die Herr Kowalczuk, die Vielfalt dieser Gruppierungen, die auf der anderen Seite Platz genommen hatten, hielt die an oder licht die sich an? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich komme gleich darauf zurück. Ich will auf einen Umstand hinweisen, der in dem Zusammenhang meines Erachtens kaum genug gewürdigt werden kann, den aber ganz viele gar nicht kennen und der von anderen, die ihn kennen, oft einfach vernachlässigt wird. Dieser ganze Prozess, der sich versinnbildlichen lässt, zum Beispiel mit dem zentralen runden Tisch, mit den vielen hunderten runden Tischen, die sich nach dem Vorbild des zentralen runden Tisches
in der gesamten DDR bildeten, auf regionaler Ebene, auf sozusagen inhaltliche runde Tische, überall gab es das. Nur fragt man sich, woher sozusagen konnten die Leute das eigentlich? Und da kommt ein Prozess hinzu, den man eben doch erwähnen muss, und zwar der konziliare Prozess innerhalb der evangelischen Kirchen. Denn dort ist in den Jahren zuvor, sind Demokratiespielregeln geradezu eintrainiert worden. Dort wusste man, also angefangen von da, was eine Geschäftsordnung ist, was ein Geschäftsordnungsantrag ist, das sind alles eigentlich Fremdworte für den normalen DDR-Menschen. Demokratisches Handwerk. Aber das gehört zum demokratischen Handwerk. Und das ist da über die letzten Jahre hinweg in den Synoden förmlich eintrainiert worden. Das ist auch eine Erklärung dafür, warum so viele Theologen in diesem Revolutionsprozess so eine wichtige Rolle spielten. Nicht nur beim Neuen Forum. Nicht nur, weil sie frei reden konnten, weil sie eloquent reden konnten, sondern weil sie auch die Spielregeln von Demokratie beherrschten. Also so ein Typen wie mir, der gewissermaßen sein ganzes Bildungsleben mehr oder weniger durch das DDR-Volksbildungssystem gegangen ist, dem musste doch irgendjemand das erstmal erklären. Das hat mir doch bisher bei der Staatsbürgerkundelehre an der Schule oder irgendwie in diesem ganzen Politunterricht, was man hatte, doch niemand erklärt. Das kannte ich entweder aus dem Bundestag, nur wenn man, wie ich zum Beispiel, jahrelang Bundestagsdebatten verfolgt hat und das gerne live gesehen hat, hat man trotzdem keine Ahnung davon gehabt, wie da eigentlich sozusagen die Spielregeln sind, sondern ich war ja vor allen Dingen daran interessiert, dass sich Leute über Politik anschreien. Das hat mir ja gut gefallen. Ja, das kannte ich ja nicht. So, also, und deswegen sozusagen, also das Handwerk gewissermaßen. Und das wollte ich nur sagen, dafür sind diese innerkirchlichen Dinge sehr wichtig gewesen, wo dann eben auch viele Laien dabei waren. Das waren ja nicht nur Theologen, gerade in den Synoden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das andere, das kann man dann sehr schön sehen, übrigens auch die Bedeutung des zentralen Rundentisches. Der erste wurde noch nicht live im Fernsehen übertragen, erst ab dem zweiten. Das ist dann alles live auch in den Rundfunkanstalten übertragen worden. Und die letzten, das kann man schön nachlesen, da sagt dann einer der drei Moderatoren, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen beeilen, das Fernsehen schaltet gleich ab. Das war Ende Februar, Anfang März. Das wäre im Januar undenkbar gewesen. Aber da nahten dann gewissermaßen die Volkskammerwahlen und da merkte man schon, dass sich das alles ein bisschen geändert hat. Und muss man dazu auch noch sagen, dass es ursprünglich nicht geplant war, dass die drei kirchlichen Moderatoren das die ganze Zeit machen sollten, sondern die sollten den ersten Tisch einberufen und dann sollte das eigentlich im alternierenden Verfahren zwischen den verschiedenen Parteien und Oppositionsgruppen passieren. Und dann hat man aber relativ schnell gesehen, das ist natürlich einfacher, das machen mehr oder weniger die Profis. Und dann gab es ein ewiges Gerangel darum, wer dürfe denn da dran sitzen und wer nicht. Und das hat, glaube ich, also die Hälfte aller Sitzungen des zentralen runden Tisches am Anfang immer irgendwie beschäftigt, ob nun die Gruppe noch ran dürfe und ob die von den Alten und die von den Neuen, brauchte es ja auch so ein gewisses Gleichgewicht. Letztendlich muss man aber, glaube ich, sagen, die zentrale Aufgabe des runden Tisches war, und das war auch selbstgestellt, das hat auch jeder gewusst, das kam nicht immer so rüber, die Vorbereitung von freien und demokratischen Wahlen. Dieser runde Tisch sollte keine Gewalt in dem Sinne ausüben und er sollte auch keine Macht haben. Er sollte einen demokratischen Prozess vorbereiten und den steuern und bis zu diesem Zeitpunkt die nicht legitimierte SED-Regierung unter Hans Modrow kontrollieren und begleiten. Das waren die beiden Aufgaben. Und da muss man jetzt mal sagen, die Wahlen hat er hervorragend vorbereitet, auch wenn man da noch ein paar kritische Punkte sagen könnte, was da passiert ist. Und die Kontrolle einer solchen Regierung, die praktisch einen ganzen Staat beherrscht und auch große Teile der Gesellschaft, die ist natürlich schlechterdings kaum möglich. Natürlich auch nicht, weil es gab kein Handbuch, wo drin stand, wenn A passiert, was muss ich dann machen? Da musste eben viel improvisiert werden. Und da passieren dann natürlich sozusagen Fehler, beziehungsweise die Herrschaftsseite kann dann eben vieles von dem ins Trockene bringen, was man eigentlich hätte gerne verhindert. Obwohl es durchaus auch Erfolge gab. Also beispielsweise hatte die Regierung ja längst damit begonnen, das Ministerium für Staatssicherheit in so ein pseudodemokratisches Amt für nationale Sicherheit zu verwandeln. Und da hat dann der runde Tisch gesagt, stopp. Und da hat die Regierung auch nicht gewagt, dann sich gegen dieses Votum durchzusetzen. Also das gab schon durchaus auch inhaltlich Erfolge, aber keineswegs so, wie es vielleicht in so einem Transformationsprozess nötig gewesen wäre. Anschlussfragen waren weitere Fragen, also die Fragen, wie man mechanisch quasi zueinander kommt. Wolfgang Ullmann hat so etwas Wesentliches wie eine neue Verfassung ja ins Gespräch gebracht an diesem Möbel. Warum sind all diese Geschichten
so klaglos gescheitert? Weil sich die Bürgerrechtler nicht einig waren? Waren sie zu dissonant? Da kommt das zum Zuge, was Ilko Kowalczuk vorhin angesprochen hat. Also in der Zeit des Runden Tisches ging ja die Meinungsführerschaft noch von einem relativ kleinen Teil der DDR-Bevölkerung aus. Es waren die Aktiven in der Opposition, die auch in den Medien präsent waren. Und das ist, ich will das auch überhaupt nicht unterschätzen, das waren ja ganz wichtige Diskurse. Aber in dem Moment, wo es auf die Wahlen zuging, kam natürlich auch die Breite der Bevölkerung ins Spiel. Die hat diese Verfassungsdiskussion zu diesem Zeitpunkt nicht so besonders interessiert. Da ging es vor allen Dingen um das Tempo der deutschen Einheit und die Art und Weise der deutschen Einheit war gar nicht so sehr ein Thema. Ich erinnere mich noch in dem Wahlkampf, wir haben ja, wussten zwar nicht, wie das geht, aber wir haben uns große Mühe gegeben, so einen Wahlkampf irgendwie auf die Beine zu stellen. Und ich war auch Kandidatin fürs Bündnis 90 und war irgendwann tanken mit meinem Trabant und sprach mit dem Tankwart, den ich seit sonst wann kannte. Wir haben immer mal so unsere Meinung ausgetauscht. Ach, sagt er, Frau Birta, das ist ja sympathisch, was Sie alles sagen. Ich finde das auch gut, aber nehmen Sie es mir nicht übel. Ich will jetzt doch den Kohl, der hat das Geld. Ja, so. Und ich glaube, so haben viele gedacht damals. Also das, jetzt ist uns erstmal das Hemd näher als die Hose und jetzt wollen wir erstmal den radikalen Wandel und nachher hören wir euch auch wieder zu. So. Und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, viele haben vergessen, was ein unglaublicher Druck nach dem 9. November erst richtig aufgebaut wurde. Also so eine große Symboldemonstration haben die meisten vergessen. Die fand im Februar 1990 oder Ende Januar 1990 statt. Da sind 50.000 Menschen im Eichsfeld mit einem Koffer in der Hand über die Grenze gegangen und haben gesagt, wenn jetzt hier nicht die deutsche Einheit kommt und die D-Mark zu uns, dann bleiben wir. Heute gehen wir nochmal zurück. Und man darf eins eben nicht vergessen, dieser Druck, der da aufgebaut wurde, der ist natürlich in der bundesdeutschen Politik, in Bonn natürlich, musste der auch irgendwie aufgegriffen werden. Der war hausgemacht, also auch Bonn lief ja der Entwicklung auf den Straßen in der DDR immer hinterher. Und um mal ein Beispiel zu nennen, was viele nach meiner Erfahrung vergessen haben, aber wo man wirklich sehr gut sieht, diese unglaubliche Dynamik, die in den damaligen Tagen herrscht und dass das immer noch ein rational politisch denkenden Kopf mehr oder weniger Tag für Tag überforderte und umso erstaunlicher ist es, was dann eigentlich dabei herauskommt und wie friedlich das alles ablief. Im Februar 1990, mitten im Wahlkampf, hat der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl enormen Protest geerntet, weil er sagte, mitten im Wahlkampf der DDR, wahrscheinlich wird die Einheit doch früher kommen, als wir bisher dachten. Er glaubt, die Einheit wird wahrscheinlich schon im Frühjahr 1995 da sein. Das sagt er im Februar 1990. Ja, und Sie wissen, wie das ist. Also da sieht man, praktisch jede Woche hat sich die Dynamik extrem verändert. Und vor diesen Herausforderungen stand dann natürlich sozusagen auch diese Volkskammer. Und dann dieser arme, kleine Lothar de Maizière, der da auf einmal zum Ministerpräsidenten wurde, ohne dass er wusste, warum und wie. Ja, und der das gar nicht wollte, das war ja gar nicht vorgesehen. Und dem wird dann auch noch am 12. April von Ullmann und anderen Leute aus der Arbeitsgruppe vom Runden Tisch dieser Entwurf zur neuen Verfassung überreicht. Und der guckt sich das an und stammelt da irgendwas, weil zu dem Zeitpunkt war klar, am 18. März ist der schnellste Weg zur D-Mark und zur Einheit gewählt worden. Da geht es jetzt nicht mehr darum, dass sozusagen also irgendwie die DDR in welcher demokratischen Verfassung auch immer noch irgendwie das Jahresende erleben wird. Das war sozusagen, das haben 50% der Wähler in der DDR entschieden. Das darf man immer nicht vergessen. Ja, aber ein bisschen ist eben das Kind mit dem Bade ausgeschüttet worden. Ich glaube wirklich, ich gehörte damals zu denen, die sagten, lasst uns den langsamen Weg in die deutsche Einheit gehen, über eine verfassungsgebende Versammlung. Wann haben Sie das gedacht oder gesagt? Oh, ich habe das noch in der Volkskammerzeit für richtig gehalten. Muss allerdings, also und jetzt rückwirkend muss ich sagen, es gab überhaupt keine Alternative zu diesem Tempo. Das wollten die Leute und auch außenpolitisch gab es ja durchaus Risiken, die einen veranlassen konnten zu sagen, so schnell wie möglich das in trockene Tücher bringen. Das ist auch das Verdienst von Kohl an dieser Stelle. Ich glaube aber, trotz dieses Tempos hätte das sozusagen in der Art und Weise der deutschen Einheit durchaus noch Spielräume gegeben, den Prozess anders zu gestalten. Also was hätte uns gehindert, nach dem 3. Oktober, also bei vollzogener deutscher Einheit, zu sagen, so, jetzt machen wir mal eine breite Verfassungsdiskussion und dann soll das Ergebnis dieser Diskussion, was wahrscheinlich ganz ähnlich ausgesehen hätte wie das Grundgesetz, gut, dass das ja gut ist, das soll vom deutschen Volk in einer Volksabstimmung angenommen werden. Als
Abschied von der Diktatur und auch als Symbol eines gemeinsamen Neuanfangs beispielsweise. Das hätte ohne weiteres funktioniert. Man hätte auch eine ganze Reihe von politischen Einzelfragen zunächst mal nur provisorisch lösen können, um es dann in aller Ruhe danach zu diskutieren. Ich nenne immer gerne das Beispiel der Schwangerschaftskonflikte. Da hat man gesagt, okay, wir lassen mal noch 2 Jahre lang zweierlei Recht gelten. Und dann soll doch der gesamtdeutsche Bundestag in aller Ruhe entscheiden, wie wir es künftig halten, hat auch funktioniert. Das hätte man durchaus auch noch bei einer Reihe anderer politischer Themen machen können, denn, wird ja häufig vergessen, die Bundesrepublik befand sich 1990 in einem gehörigen Reformstau. Es war eine durchaus kritische Situation. Und wenn man die deutsche Einheit zum Anlass genommen hätte, das eine oder andere zu entrümpeln oder zu reformieren, hätte uns das, glaube ich, gut getan. Den Westdeutschen, weil sie das Gefühl haben, es springt auch politisch was bei raus und kostet nicht nur Geld, die Einheit. Und die Ostdeutschen hätten das Gefühl gehabt, nicht mit ganz leeren Händen in die deutsche Einheit zu gehen. Herr Jungblut, wir machen gleich nochmal eine zweite Sichtung der Twitter- und User-Reaktionen. Das heißt, wenn wir jetzt auch, bitte, Herr Kowalczuk, Frau Büttler, mal ein bisschen auf die Westseite dieser Zeit schauen. Laienschauspieler gab es auch in der Bundespolitik, oder? Damals. Naja, was meint der Begriff Laienschauspieler? Ich glaube, das ist gerade das Problem, dass das es war Max Streibel, der bayerische Ministerpräsident Richtung Lothar de Maizière. Das ist gerade das Problem, dass es die in der Bundesrepublik deutschen Politik zu wenig gab und bis zu heute zu wenig gibt. Laienschauspieler meint ja letztendlich, das sind Leute, die in ihrem Leben noch was anderes gemacht haben als Politik. Und das würde auch unserer heutigen Politik gut zu Gesicht stehen, dass da nicht nur Leute hochkommen, die von der Jungen Union über die letzten Dorfvereine sozusagen irgendwann dann in der Landesliga angekommen sind und dann irgendwie versuchen, den Menschen die Welt zu erklären. Und das war sozusagen, das war ja das Lebendige. Das, was man an der Volkskammer beobachten konnte, dass im Zweifelsfall dann eben mal nicht die Parteimitgliedschaft sozusagen so wichtig war, sondern dann, dass man an der Sache orientiert argumentierte. Das macht man heute natürlich auch in sozusagen, ist ja unzweifelhaft und ich will da gar nicht diese ganze Politikerschelte mitmachen. Aber es war ein anderes Modell, wie man politisch dachte, weil man aus einem anderen Sozialisationstypus kam und Modus. Und das wäre, glaube ich, durchaus so ein Modell gewesen, wie man Politik auch anders machen kann. Und das war gewissermaßen auch das Problem an der Frage, löst man Artikel 146 Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung ein? Das hätte, und da sind wir bei dem Westen, ja zwangsläufig im Westen die Frage aufwerfen müssen, und zwar zwischen Hamburg und Stuttgart und überall dazwischen. Ja, die Mauer ist gefallen und die da drüben waren auf der Straße, aber was hat das mit mir zu tun? Und das ist ja gewissermaßen das Problem, vor dem wir mental in all den Jahrzehnten standen, dass die meisten Menschen irgendwie zwar sozusagen auch durchaus sonntags mal gerne sich eine höhere Rede am 3. Oktober angehört haben, aber ansonsten gesagt haben, was habe ich mit dem Osten zu tun, und irgendwann dann halt sozusagen irgendwie nur noch gemeckert haben, weil sie irgendwie Soli-Beitrag gezahlt haben und auch noch glaubten, dass nur sie den zahlen und der Ostler nicht und so. Und das ist sozusagen, glaube ich, so das Problem, was wir jetzt auf einer anderen Ebene, ich glaube, dass es das Problem nicht mehr gibt, aber auf einer anderen Ebene, auf der europäischen Ebene genauso haben. Ja, dass das alles mehr oder weniger Kopfgeboten sind. Ja, also dass man sozusagen sagt, wir haben so eine europäische Einheit und so eine Union und wir wollen das machen. Und irgendwie hat keiner den Schlüssel, wie man die Gesellschaften, wie man die Menschen eigentlich mitnehmen kann, dass von der Kopfgebot das auch eine Herzensangelegenheit wird. Und ich glaube, das war 1990 mit der deutschen Einheit in großen Teilen der alten Bundesrepublik ähnlich, dass das auch für viele Leute eine Kopffrage war. Irgendwann war es bloß noch eine nervende Frage. Und die ersten, die mutig waren, waren Leute in dem früheren Westberlin, die sagten, die Zonis nerven uns jetzt aber auch mal wieder und wie kriegt man die Mauer wieder hingebaut. Das waren ja sozusagen, das war ja nicht nur Spaß, es gab extremen Frust. Ja? Und so, das darf man alles nicht vergessen. Und insofern, es wird meines Erachtens viel zu wenig darüber diskutiert, dass ja nicht die DDR und Ostberlin untergegangen sind 1990, sondern auch die alte Bundesrepublik und das alte Westberlin. Aber das ist kaum Gegenstand von Diskussionen und von Debatten. Und die, glaube ich, werden mindestens genauso erbittert und genauso widersprüchlich wie die Debatten zwischen einzelnen politischen Häftlingen und ihren Wärtern aus der DDR. Ich würde das gerne kräftig so stehen lassen, bitte. Und auf Herrn Jungblut überleiten. Herr Jungblut, was haben wir für Kommentierungen? Wir haben zum einen noch mal einen Nachhall
der letzten Fragerunde, als es um die Reformfähigkeit von Diktaturen und insbesondere von kommunistischen Diktaturen ging. Da hat ein Benutzer, Herr Jensen, auf Lisa geschrieben, dass das erstmal nach einer logischen Erklärung klingt, er da aber dann ihn sozusagen ihr Kommentar zur chinesischen Lösung interessieren würde, und zwar nicht zu China 1989, sondern wie sozusagen zu dieser kommunistischen Logik China derzeit passen würde. Und die anderen Kommentare auf Twitter drehten sich tatsächlich ein bisschen um die westdeutsche Perspektive. Insbesondere die Fragen, waren die Bonner Politik, war Kohl tatsächlich so getrieben, wenn man an das Zehn-Punkte-Programm denkt, das ja sehr konkrete Vorschläge zum weiteren Vorgehen 3 Wochen nach dem Mauerfall gemacht hat. Und was, glaube ich, wiederum ganz gut zur Frage, wie schnell kommt die Einheit und wann sagen die Wessis, sie haben die Schnauze voll, ganz salopp gesagt, die Rolle der Medien in der Zeit. Es kam jetzt in einem Kommentar nicht, ob Ost- oder Westmedien. Ich gehe allerdings sehr stark von aus, dass es um die Westmedien geht. Wer mag beginnen? Herr Kowalczuk? Naja, es ist jetzt für mich ein bisschen schwierig. Ich bin kein China-Experte. Ja? Man muss immer aufpassen, dass man nur, weil ich jetzt zufälligerweise hier sitze, nicht irgendwie zur ganzen Weltproblematik irgendwie eine Meinung habe, die ich Ihnen irgendwie aufzwinge und dann hier irgendwie so auf Wissen tue. Aber China hat in den letzten 2 Jahrzehnten natürlich einen enormen Wandlungsprozess durchgemacht. Und das ist nach wie vor eine Diktatur, aber das ist nicht mehr so eine klassische kommunistische Diktatur, wie wir kennen, sondern die haben ja sozusagen eher das Land in gewisse Erbhöfe aufgeteilt. Und da sozusagen, da spielt diese Ideologie, die wir sozusagen eigentlich so klassisch aus den kommunistischen Diktaturen sowjetischen Typs kennen, nicht mehr so die zentrale Rolle. Die ist eher sozusagen das Mittel, um bestimmte gegnerische Gruppen auszuschalten oder auch nicht. Aber eigentlich spielt die sozusagen im Herrschaftsalltag nicht mehr so die Rolle. Das ist so, sozusagen insofern ganz interessant. Das ist eine Diktatur, aber ich würde sie nicht mehr als kommunistische Diktatur bezeichnen, sondern eben als eigenen Typus. Insofern. Der dritte Weg? Frau Bürtler? Es ist noch eine Einparteienherrschaft. Ja, ja. Nur die Frage ist, was das für eine Partei ist. Kommunistisch, nach allem, was ich über den Kommunismus gelernt habe, jedenfalls ist sie nicht. Aber offenbar eine sehr wirkmächtige Partei, deren Hauptinteresse darin besteht, die Macht, ihre eigene Macht zu erhalten. Medien und deren Wirkung war der zweite große Komplex. Also hatten Sie vorhin schon angedeutet. Ja, das ist gar nicht in gar keiner Phase irgendwie zu überschätzen. Also die westlichen Medien spielten bis 89 immer die zentrale Rolle, wenn es darum ging, dass Leute in der DDR sich überhaupt informieren wollten. Das ist ganz klar. Und bestimmte Medien stärker als andere. Ist klar, umso näher sie an der Grenze waren und umso wichtiger, umso größer war der Einstrahlungsraum. Das führt im Übrigen jetzt an einer anderen Stelle mal zu der Frage, welche Rolle der RIAS am 17. Juni 1953 spielte. Da wurde ja immer viel erzählt, und das sage ich nur aus einem Grunde, weil das ein schönes Beispiel dafür ist, dass die westlichen Medien immer genau das gemacht haben, was man von Medien erwartet, nämlich zu informieren und weiter gar nichts. Und dass solche Informationen in Gesellschaften, in denen diese Informationen von den eigenen Medien unterdrückt werden, natürlich auch mobilisierenden Charakter hat, das können wir dann wiederum wunderbar 1989 beobachten, weil natürlich zum Beispiel die Bilder aus Leipzig von den Massendemonstrationen oder umgekehrt diese Massendemonstrationen von Leipzig erst ihre Wirkkraft wegen der laufenden Bilder aus Leipzig eigentlich so richtig erst entfalten können. Das ist ja wichtig. Und da sieht man, wie wichtig das ist. Oder ein Kontrastebeitrag vom September 1989, der eine enorme Rolle spielte. Da haben Oppositionelle praktisch das zerfallene Leipzig aufgenommen und das zeigte dann Kontraste. Und so einen ähnlichen Film gab es zur Umweltverschmutzung und Verseuchung der DDR. Und da passieren dann nämlich die Effekte, die eben so wichtig sind in solchen Umbruchprozessen, dass ganz normale Leute, die vielleicht gar nicht so sehr politisch engagiert sind, die das sehen, diese Politmagazine hatten ja eine unglaubliche Einschaltquote in der DDR, die gucken das, die sind entsetzt, guck dir das mal an, das gibt's ja gar nicht. Und der nächste Schritt ist, in dieser Ruine, da wohne ich ja selbst.
Das ist der Punkt, nämlich wenn man in der Ruine jeden Tag wohnt, sieht man das irgendwann nicht als Ruine. Man kann nicht das wahrnehmen, indem man sagt, das ganze Land lebt in der Ruine. Aber wenn es einem dann von außen nochmal vorgeführt wird, dann hat das einen ganz anderen Effekt. Und das passierte genau in der Zeit. Das Bewusstsein war sowieso schon sozusagen kritischer eingestellt. Und dann haben solche Berichte eine enorme Wirkung. Und dann 1990, die DDR-Medien, die haben sich ja angefangen zu öffnen, aber sie hatten ja doch immer noch eine sehr starke Schlagseite zur SED-PDS, das ist ganz klar. Da konnten ja auch diese ganzen sogenannten Journalisten nicht alle so schnell ausgetauscht werden und ersetzt werden und so, wo sollte man die hernehmen? Und insofern spielten die westlichen Medien da eine große Rolle, aber das war nun auch nicht mehr nur rühmlich, das muss man schon sagen. Da wurde sich teilweise im Wahlkampf sehr massiv sozusagen eingemischt, je nachdem, wo die Herkunftsmedien gewissermaßen in der alten Bundesrepublik politisch verortet waren. Und das nahm dann natürlich im Laufe des Jahres 1990 zu. Und da muss man eine Sache sagen, wo die, meines Erachtens, das ist mir damals nicht so aufgefallen, das würde ich aber heute so sagen, wo die Medien eine nicht ganz so rühmliche Rolle spielten, das war in der Frage der Skandalisierung von bestimmten Dingen. Und das letztendlich die SED-PDS aus ihrer Hauptverantwortung für die Diktatur entlassen wurde und alles der Stasi in die Füße zugeschoben wurde, die Stasi als hauptverantwortlich für alles galt. Und die SED-Diktatur gewissermaßen nicht mehr ist eine SED-Diktatur, war auf einmal eine Stasi-Diktatur, obwohl die Stasi ein Handwerkzeug der SED war. Das ist vor allen Dingen auch ein Medienprodukt gewesen. Das darf man immer nicht vergessen und das gehört, glaube ich, auch kritisch bei so einer Betrachtung dazu. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz, Frau Büttler, auf die Westmedien schauen und dann in einer Bilanzrunde für uns hier auch ein bisschen den Strich ziehen, damit Sie bitte Ihre Fragen auch noch stellen können. Westmedien und die kleine Flucht abends beim Konsum von beispielsweise Tagesschau, Kontraste von den Politmagazinen. Ist das in seiner Wichtigkeit schon richtig einsortiert? Bezogen jetzt auf die DDR-Zeit, auf die DDR-Zeit. Das war keine, ich würde es gar nicht als Flucht bezeichnen. Es war ja ein, also wir hatten dadurch Teil an einem universalen Dialog, Zugang zu Informationen. Also ich bin in einer Berliner Familie groß geworden. Bei uns wäre der Rost aus dem Radio rausgerieselt, wenn wir da mal auf den Ostsender umgeschaltet hätten. Komisch waren ja nur die, die das nicht gesehen haben. Also das war ja eine Selbstverständlichkeit. Also ich meine, wir hatten ja, was Printmedien betrifft, hatten wir natürlich, nachdem die Mauer gebaut war, nur die Ostzeitung zur Verfügung. Haben wir auch gelesen, aber was Radio und Fernsehen betraf, haben wir uns genauso wie, ich behaupte jetzt mal, die große Mehrheit der DDR-Bevölkerung aus den Westmedien informiert. Und nicht nur informiert, das war auch unsere kulturelle Welt. Ich bin groß geworden mit Onkel Tobias vom Rias und es geschah in Berlin und Schlager der Woche, also alles, was alle anständigen Menschen Deutschland bundesweit gehört und gesehen haben. Ich hatte nur noch dazu das Glück, von einer Mutter erzogen zu werden, die uns sagte, setzt euch hin, wenn da Bundestagsdebatten lief, setzt euch hin, guckt euch das an, das ist Demokratie. Ne? Und das war, insofern war das jetzt keine Flucht, keine Nische, sondern das war unsere Teilhabe an der Welt. Der Fernsehkonsum von Herrn Kowalczuk hat auch schon eine Rolle gespielt. Ich würde gerne an Sie beide jetzt in einer kleinen Schlussrunde die Frage stellen, was die Erinnerung, so wie wir sie jetzt artikuliert und ausgetauscht haben, wie sie in diesen Tagen auch ohne Unterlass ja für uns alle immer zur Verfügung stehen. Wie das oder was diese Erinnerung, so wie wir sie praktizieren, aussagt über uns, die wir ja mitten in dieser Zeit stehen. Können wir, Frau Büttler, uns jetzt 25 Jahre nach 1989 anders, umfassender, wahrhaftiger mit der Zeit damals befassen? Ich will Sie ganz kurz lücken mit einem Zitat von Friedrich Schorlemmer, der sagt, wir müssen noch ganz anders als bislang zum Beispiel diejenigen beachten, die damals nicht geschossen haben. Die Revolution bestand aus denjenigen, die aufgestanden sind und Mut hatten, und diejenigen, die nicht dagegen angegangen sind. Hat er recht? Naja, wenn es um die Wahrnehmung all dieser Menschen geht, natürlich ist es richtig und vernünftig, über ganz unterschiedliche Teile der Bevölkerung nachzudenken, mehr über sie zu wissen. Friedrich Schorlemmer hat es aber in einem Sinne gesagt, dass man ihnen endlich mal den Dank zollen müsste, den sie verdienen. Und da würde ich sagen, ich danke nicht jemand dafür, dass er nicht geschossen hat. Das ist eine Selbstverständlichkeit, nicht auf andere Menschen zu schießen. Und wenn jemand...
Und wenn jemand das unterlässt, finde ich das in Ordnung, aber meine Dankbarkeit hält sich jetzt in Grenzen. Das ist nicht das angemessene Gefühl. So, sind, und, ja. Sind wir umfassender? Ja. In den Aussagen sind wir wahrhaftiger? Was meinen Sie beide? Als wer? Als in der Zeit vor 25 Jahren und seit hier? Nee, glaube ich nicht. Ich meine, man muss immer, es gibt also verschiedene Ebenen. Ja? Sitzen wir hier als Zeitzeugen, jeder Zeitzeuge und jede Zeitzeuge hat jedes Recht der Welt, sich so zu erinnern, wie sie lustig sind. Und das auch als wahr und richtig hinzustellen. Und das ist es auch. Aber Erinnerung ist ja immer nur ein Gradmesser dessen, wie man heute, jetzt, im Jetzt, die Welt gestern gesehen hat und wie man sich dort selbst sieht. Insofern ist es eben auch nicht verwunderlich, dass sich Erinnerung, Zeitzeugenerinnerung wandeln, permanent verändern. Es ist aber legitim, es ist auch banal, aber man muss sich das bewusst machen. Und das ist, was ich in der ganzen Erinnerungsmaschinerie beobachte, sind eher so andere Effekte. Zum Beispiel, das kann man nicht nur bezogen auf die DDR beobachten, aber da ist es eben jetzt ist es gerade Thema. Umso weiter dieser historische Gegenstand entfernt ist, umso einfacher scheint das alles zu werden. Ja, man hat irgendwie so einen Block Täter und man hat so einen Block Opfer. Und jeder hat offenbar, die meisten haben auch offenbar keine Mühe, sich dazuzuordnen. Und der Block der Opfer wird auch immer größer und der Block der Täter immer kleiner. Und das hat gar keine politischen Gründe, sondern das erzählen die Leute dann so. Ja? Und irgendwie waren alle dagegen und man fragt sich immer, wie funktionierte das eigentlich? Ja? Und das stellt gewissermaßen Historiker, Wissenschaftler dann eben vor die interessante Frage. Und da wird die DDR als abgeschlossener Sammelgegenstand noch lange interessant bleiben, weil man eben auch so einen guten Zugang zu Quellen hat, sowohl zu schriftlichen Quellen, zu audiovisuellen Geschichten, zu letztendlich eben auch zu vielen Zeitzeugen noch, die man befragen kann. Wie funktioniert tatsächlich so eine Diktatur? Was hält so eine Diktatur im Inneren zusammen? Ja, also im Nachhinein kann man sich ja fragen, na, wenn das alles so einfach war, das Ding irgendwie über den Jordan zu kippen, warum habt ihr das nicht irgendwie schon 1958 gemacht? Oder 1969 wenigstens, sondern so. Ja, also das muss ja irgendwie, das gibt noch mehr als nur, dass man jetzt mit Moskau kommt oder mit Wirtschaft, sondern was passiert dann? Das macht die Sache so interessant, so eine Diktatur. Also was hält die zusammen? Wie löst die sich auf? Das ist ja ein vielschichtiger Prozess. Und da wird es dann natürlich interessant für die, sozusagen mit dem Blick auf die heutige Zeit. Macht das überhaupt Sinn, sich mit der DDR noch zu beschäftigen? Okay, für uns alle irgendwie schon, weil wir, warum auch immer, jedenfalls biologisch von unserer generationellen Herkunft her irgendwie noch was mit der Zeit zu tun haben. Aber macht das vielleicht auch in 50 Jahren noch Sinn, wenn dann die Zeitzeugen mehr oder weniger alle weg sind? Und ich glaube deshalb, weil man aus solchen Prozessen, die innerhalb der Geschichte relativ gut umschlossen sind, also zeitlich abgeschlossen sind, kann man eben sehr viel lernen. Man kann das nicht übertragen, aber man kann eben lernen, wie Diktaturen heute funktionieren und wie man zum Beispiel auch heute Diktaturen begegnen kann. Also zum Beispiel habe ich neulich einen Bericht im Weltspiegel gesehen und da fuhr eine Frau mit dem Fahrrad durch China, durch Tibet und sagte den Satz, ich habe die Leute lieber nicht angesprochen, weil ich die nicht in Gefahr bringen wollte, wenn sie mit Westlern sprechen. Und da würde ich sagen, ja, mit der Frau würde ich mich gerne mal unterhalten, denn der könnte man vielleicht relativ einfach beibringen, erklären, indem man ein bisschen was aus der osteuropäischen Widerstands- und Oppositionsgeschichte erzählt, dass sie verflucht nochmal die Leute selbst entscheiden lassen soll, ob sie mit ihnen redet oder nicht. Und nicht sie vormundschaftlich ihnen das abnimmt, sondern sozusagen, das müssen die Leute selber entscheiden. Das ist so der erste Punkt. Und so könnte man an vielen anderen Punkten sich das anschauen und vielleicht eben auch heute mit dem Blick, mit dem Rucksack, mit dem historischen Rucksack bestimmte Prozesse, die zum Beispiel in der Ukraine, der Herkunft meines Großvaters, vielleicht auch etwas klarer verstehen und vielleicht auch sozusagen den sogenannten Putin-Verstehern noch viel klarer entgegentreten, um ihnen zu sagen, ihr könnt ihn ja verstehen, wie ihr wollt, aber ihr müsst auch einfach auch mal ein bisschen was Kritisches zu dem sozusagen Autokraten im Kreml sagen, denn so einfach ist das nicht, wie ihr euch die Welt zusammenmalt. Nur weil er die Macht hat, hat er nicht recht. Frau Böttcher. An dieser Stelle ist wirklich was Neues gewachsen, vielleicht seit 15 Jahre, ein bisschen länger. Mhm. Es gibt einen sehr intensiven internationalen Diskurs in der Frage, wie gehen Gesellschaften mit überwundenen Diktaturen um. Wir haben ja sozusagen unverdient als Deutsche
da so ein paar Maßstäbe gesetzt, weil die Deutschen nach 1945 sehr lange gebraucht haben, bis sie sich diesem Thema NS-Zeit stellen. Haben Sie aber irgendwann dann schließlich gelernt, es ist gut, nicht eine ganze Generation zu warten, mhm, sondern zeitnah aufzuarbeiten. Davon haben wir profitiert nach 1989. Mit der Folge, also bei uns gibt es ja auch eine ganze Gedenkstättenlandschaft, private, staatliche Initiativen, Prozesse, Institutionen. Und dadurch sind wir international, nicht nur in den ehemals kommunistischen Ländern, auch irgendwie zu einer Instanz geworden, wo man sich auch mal informiert und diskutiert darüber. Und das habe ich mit großem Interesse verfolgt, wie dieser Diskurs immer intensiver wurde, auch zwischen Ländern, die extrem verschiedene Diktaturen erlebt haben. Ich erinnere mich, wie ich mit Leuten, mit Besuchern aus Uruguay sprach und mir ist fast das Wort im Halse stecken geblieben, weil der eine, dessen ganze Familie ist ermordet worden, und ich sagte mich, was kann ich dem dann eigentlich sagen? Der kommt her, um sich Rat zu holen? Da verstumme ich doch. Trotzdem haben wir dann weitergeredet und dann stellt sich verblüffend heraus, es sind immer dieselben Fragen, auch wenn die Diktaturen verschieden waren. Was brauchen die Opfer? Was machen wir mit den Tätern? Wie kommen wir an die Wahrheit ran? Wie kann man dazu beitragen, dass wieder die zerstörte Zivilgesellschaft irgendwie wieder gesundet oder so? Es ist im Grunde eine Handvoll Fragen, die sich immer stellt. Und deswegen lohnt sich auch dieser internationale Diskurs, auch der Erfahrungsaustausch dazu. Was brauchen Gesellschaften? Noch, vielleicht noch während der Diktatur, aber dann auch danach. Vielen Dank an Sie beide als Historiker, als Zeitzeugen, als unsere Gäste und Ihre Antworten. Herr Jungblut, Herr Tetzler, wen haben wir jetzt im Saale, bitte? Vielleicht. Wir haben noch Luft im Karton. Mögen Sie gerne? Haben wir ein Mikro, liebe Kollegen? Ja, wunderbar. Meine Frage bezieht sich auf den zweiten Teil Ihres Gesprächs. Sie haben beide erklärt oder beschrieben, wie stark Sie schon in DDR-Zeiten das verfolgt haben, was an Demokratie in der Bundesrepublik gelaufen ist. Inwieweit war diese Zeit zwischen, sagen wir mal, Oktober 1989 und Sommer 1990 geprägt durch eine stärkere Auseinandersetzung auch mit den entsprechenden Westgruppen, zum Beispiel bei den Grünen, die dem Bündnis 90 nahestanden oder dann auch zusammengegangen sind? Haben Sie dort Rat gesucht? Haben Sie in der Auseinandersetzung möglicherweise mehr Differenz als Hilfe erfahren? Wie kann man sich das vorstellen? Da gibt es das Wort von dem Stück Zucker, ne? Das war später. Ja, das kommt später. Nein, aber zunächst mal muss ich sagen, dass ich nicht zu denen gehörte, die sehr enttäuscht waren, wie manche anderen. Enttäuschung kommt ja von Täuschung. Also ich glaube, dass ich ein einigermaßen realistisches Bild über den westdeutschen Politikbetrieb hatte, soweit man das bekommen konnte über die Medien. Also ich habe nicht erwartet, im Paradies zu landen oder in einem demokratischen Musterländle. Insofern, also da trotzdem gab es dann doch noch mal 1990 und dann auch 91 doch noch mal vieles, was ich neu zu lernen hatte, manches, was auch frustrierend war. Solange wir DDR und Bundesrepublik haben, war ja allen klar, das sind zwei verschiedene Länder, da durfte man auch verschieden sein, und das waren deren Probleme, auf die habe ich ganz anders geschaut als zu einer Zeit, als ich dann Teil dieses Spiels war. Und das war dann schon nochmal sehr frustrierend, insbesondere in meiner Zeit in Bonn, als ich Parteivorsitzende war, dann festzustellen, wie wenig wir eigentlich gebraucht werden. Ich sage das mal jetzt mal etwas platt. Ja? Also die jeweils ostdeutschen Vertreter, und das bezog sich jetzt nicht nur auf die Grünen, das dachte ich zuerst, bis ich mitgekriegt habe, das geht den anderen genauso. Wir waren gefragt, wenn es um die Arbeitslosigkeit im Osten gab, um die PDS-Wahlerfolge, um rechtsradikale Tendenzen und so weiter, aber ansonsten eine Problemlösungskompetenz für das gesamte Bundesgebiet wurde uns nicht zugestanden. Wir sollten gefälligst über den Osten reden, während die Westler sozusagen dafür da waren, für das gesamte Bundesgebiet zu sprechen. Und das war kränkend. Also auch festzustellen, dass der Westen eigentlich ziemlich gut auch ohne uns weiter funktionieren würde, während wir uns mal so ein bisschen den
das Gefühl kriegten, uns da irgendwie reinzudrängeln und mal zu sagen, wir haben auch was zu sagen. Das war schwierig. Und natürlich gab es auch ein paar Desillusionierungen, also zu sehen, dass die politische Kultur durchaus auch Schwächen hat, dass Menschen, die wirklich, also für die gar kein großes Risiko bestünde, zu ihrer eigenen Meinung zu stehen, trotzdem darauf verzichteten, weil sie noch für sich persönlich bestimmte politische Ziele verfolgten und so. Das war dann im Anschauungsunterricht auch nochmal schwer zu verkraften, dass da Kräfte wirken, die keineswegs alle darauf gerichtet sind, eine gut funktionierende Demokratie zu haben, sondern auch sehr individualistisch und privat sind, das ist schwer. Das wusste ich im Prinzip, aber das mit anzuschauen war dann nochmal schmerzlich. Das Stück Zucker und Werner Schulz, wie war das noch, Frau Böttler? Auf die Frage, was ist an Bündnis 90 die Grünen noch Bündnis 90? Das ist ein Spezialthema jetzt. Also Werner Schulz wurde gefragt, wo ist denn das Bündnis 90 geblieben? Jetzt bei den Bündnis Grün hat er gesagt, es ist wie ein Stück Zucker im grünen Tee. Der Zucker ist weg, aber der Tee ist besser. Und ich weiß nicht, ob man das hochrechnen kann. Aber Ich weiß auch nicht mal, ob es stimmt. Ich würde gerne noch mal was dazu sagen, zu Ihrer Frage, weil ich bin ja eine andere Generation. Ich war 1990 23 Jahre und ich war ja, glaube ich, nicht der Einzige, der 23 Jahre war. Und das heißt, wir haben ganz anders, ich glaube, diese jüngeren Leute haben darauf ganz anders reagiert. Erstens waren, also dieses Wir ist eigentlich totaler Quatsch, aber jedenfalls die meisten jungen Leute extrem westorientiert. In allen Fragen, aber natürlich vor allen Dingen, was einen dann so interessiert. Und da konnte es gar keine Enttäuschung geben, denn was mich am meisten interessiert hat, das war alles mindestens so, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Buchläden waren voll, die Plattenläden waren voll. In den Klamottenläden gab es immer die Levi's 501. Irgendwie auf einmal spielten genau die Leute irgendwie meine Musik dort im Club, was ich eben irgendwie schon immer hören wollte. Und in London oder Paris fragte mich irgendwie keiner, wo ich eigentlich herkomme, sondern da zählte nur, ob man irgendwie jetzt hip in dieser Szene ist, in der man da gerade ankam oder nicht, oder cool oder irgendwie so, oder eben jetzt da über Sartre mitreden konnte oder nicht, aber es interessierte nicht, ob man irgendwie aus Ost-Berlin kommt oder nicht. Das fanden die dann irgendwie manchmal ganz gut. Ich weiß noch, bei meiner Frau fand sie ziemlich merkwürdig, die hat relativ schnell dann in London studiert. Die wollten ihr nicht glauben, dass sie aus Ost-Berlin kommt, weil sie kein Kopftuch trug. Weil die dachten, also Ost-Berlin ist ein Teil von Russland gewesen und da haben alle Kopftücher. Das ist nebenbei gesagt kein Witz, das ist wirklich passiert, aber darüber haben wir halt gelacht und dann war gut. Also sozusagen da gab es gar nicht so Dinge, die man hätte, wo ich jedenfalls hätte enttäuscht sein können. Ich hatte wahnsinnig viele Freunde, das waren alles mehr oder weniger Linke aus dem Westen. Ich fand das irgendwie total klasse, dass man da hingehen konnte und sagen konnte, hier ist alles scheiße und keiner hat anschließend irgendwie so gemacht. Psst. Und das hat mir irgendwie erstmal gut gefallen. Und dann passierte mir aber genau das. Und ich war sehr stark engagiert so in Fragen von Universitätsreformierung, Humboldt-Universität, und habe über diese Arbeit, wo ich mich eingebracht habe, halt Strukturen kennengelernt, die sehr stark von westlichen Leuten dominiert worden sind. Und ich habe das trotzdem nie irgendwie als sehr sozusagen partnerschaftlich wahrgenommen. Habe da wahnsinnig viel gelernt und habe mich auch nie irgendwie so untergebuttert gefühlt. Das fand ich alles, das hat mir gut gefallen. Aber im Laufe der Zeit habe ich dann doch angefangen zu staunen. Und aus dem Staunen komme ich eigentlich bis zum heutigen Tage nicht raus. Und ich habe immer gedacht, das ist so ein typisches DDR-Muster. Der Typ, der sich, oder die Typin, aber jedenfalls der Typ, der sich nicht traut, seine Klappe aufzumachen und seine eigene Meinung zu vertreten, weil er Angst vor irgendwas hat, dass irgendwie er deshalb irgendeinen Nachteil hat oder so. Und ich dachte mal, das ist so DDR-spezifisch, wird es ja in einer offenen Gesellschaft nicht geben, nicht in der Demokratie. Und habe festgestellt, dass dieser Typus Arschloch aus dem Osten gar kein Typus ist, der was damit zu tun hat, sondern offenbar ein globales Phänomen. Das hat mich überrascht. Weitere Fragen bitte. Ja, bitte. Kollegin kommt. Ich würde gern auf das Stück Zucker im Tee zurückkommen. Mhm. Aus Ihrer Sicht der letzten 30 Jahre beruflichen Erfahrung, politischen Erfahrung, die Frage würde ich auch an Sozialdemokraten stellen. Wie sehen Sie als Bündnis 90 Vertreterin die derzeitigen Gespräche um eine Koalition in Thüringen? Die Linkspartei ist nicht die SED, das weiß jeder.
Ja, wie sehen Sie diese Dinge heute? Äußerst kritisch. Ja, ich auch. Ein bisschen mehr. Ja. Ja, ich sehe sie kritisch, weil ich seit langem schon Parteien nicht nur nach ihrer Programmatik beurteile und danach, was sie für Tagespolitik machen, sondern auch nach ihren Loyalitäten gehe. Und die sind nach wie vor mir sehr verdächtig. Also ich will ein kleines Beispiel nennen. Eine Partei, deren innenpolitische Sprecherin im Bundestag im Jahre 2010 ein Glückwunschtelegramm an die Obristen schickt und zum 60. Jahrestag der Gründung des MFS gratuliert. Da kann man ja noch sagen, okay, Spinner gibt es in jeder Partei, aber dass ihr nicht widersprochen wird und dass sie innenpolitische Sprecherin bleibt. Da läuten bei mir alle Alarmglocken, aber das ist nur eines von vielen Beispielen. Mhm. Herr Kowalczuk, hätte die SPD sich anders, SDP dann SPD anders verhalten müssen und offener sein für zweite, dritte Reihe der SED? Und wären wir dann nicht in Thüringen da, wo wir jetzt sind? Naja, hätte, ja. Ich meine, man darf immer nicht vergessen, es hat kaum eine politische Bewegung im Nachkriegsdeutschland so viele politische Opfer aufführen müssen wie die SPD. Und diejenigen, die die SDP/SPD in der DDR 89 neu gegründet haben, die standen teilweise in der Tradition. Damit wurde auch sozusagen, das wurde auch ganz offensiv vertreten. Und das hätte man der damaligen Mitgliedschaft, aber auch den potenziellen Wählern, diesen politisch rationalen Gedanken, kann man nicht Teile der SED, sozusagen den sogenannten Reformflügel, kann man, so eine Angebote gab es ja auch, kann man die nicht integrieren. Das sind Sandkastenspiele. In der damaligen Situation war das schlechterdings unmöglich, da wäre damals die SPD sofort auseinandergeflogen. Das ist sozusagen, glaube ich, dominiert worden. Und das vielleicht auch, aber sie wäre vor allen Dingen auch auseinandergeflogen. Also wir, so, und das andere, was man, glaube ich, auch sehen muss, der Osten war für keine der großen Parteien außerhalb der SED, PDS, Linkspartei wirklich jemals ein Terrain jenseits von sozialen Transferleistungen und Finanzleistungen, auf dem man sich großartig sozusagen programmatisch entwickelt hätte. Man hat den Osten den Postkommunisten mehr oder weniger überlassen. Das darf man einfach nicht vergessen. Diese ganzen Vorfeldorganisationen, die die SED, PDS hatte, die haben jahrelang den Osten dominiert, Volkssolidarität und vieles andere. Und das erklärt natürlich auch die politische Schwäche der anderen Parteien. Und letztendlich ist jetzt sozusagen das ein Desaster. Und man fragt sich irgendwie nur, ob die SPD mittlerweile von allen Geistern verlassen ist, dass sie, nachdem sie an einem historischen Tiefpunkt angekommen ist, von dem man ja gar nicht glaubt, dass er noch tiefer geht, nun sozusagen diesen Pakt eingeht mit den Postkommunisten. Was soll denn dabei herauskommen? Das kann ja gewissermaßen letztendlich nur in ihrer logischen, totalen politischen Bedeutungslosigkeit enden. Ja? Und insofern ist das schon, ja, zumindest vom Analytischen her, hochinteressant. Politisch ist das ziemlich geschmacklos. Eine weitere Frage ist dort drüben. Und dann, Herr Jungbluth, Herr Tesler, würden wir ganz langsam schließen. Ich würde gerne nochmal an den Begriff der Erinnerungskultur anschließen, und wir haben ja im Westen eine sehr lange Erinnerungskultur, die vor allen Dingen beginnt 1945. Und wenn man jetzt den Osten nimmt, dann beginnt sozusagen die Erinnerungskultur im Osten 1989. Und mich würde einfach interessieren, wo sehen Sie die Erinnerungskultur oder die Erinnerungsarbeit im Osten zurzeit? Erste Frage. Und zweite Frage, wenn Sie die beiden Staaten nehmen, dann hat ja jeder Staat sozusagen etwas einzubringen in eine gemeinsame Beziehung. Und wie könnte denn eine wirkliche Verbindung dieser beiden Staaten von ihren jeweiligen Stärken von innen heraus sich definieren? Also das, was nicht passiert ist 1989, dass zwei gleichberechtigte Partner sich gefunden haben, wo könnten die Stärken der jeweiligen Staaten wirklich zusammenkommen? Ich fange mal an mit Ihrer, ersten Frage. Bin auch neugierig, was Ilko Kowalczuk dazu sagt. Also ich würde ja sagen, dass was Erinnerungskultur im Osten betrifft, das wäre eigentlich einen eigenen Abend wert. Eigentlich müssen wir hier im Osten oder mussten wir und müssen wir
beide deutsche Diktaturen aufarbeiten. Denn eine Aufarbeitung der NS-Zeit hat in der DDR nicht stattgefunden, in dem Sinne, was ich unter Aufarbeitung verstehe. Wir sind ja per Dekret zu Erben der Opfer und der Widerstandskämpfer erklärt worden. Die Nazis waren alle im Westen. Jemand hat mal gesagt, Hitler war Westdeutscher. Ne? Wir hatten damit nichts zu tun. Und das ist natürlich das Gegenteil von Aufarbeitung, also Auseinandersetzung auch mit Verantwortung, mit Schuld und so weiter und so fort. Und das schleppen wir ja sozusagen mit. Und die SED bzw. die Staatssicherheit haben ja diesbezüglich auch eine unrühmliche Rolle gespielt, ganz zu schweigen davon, dass es ein Widersinn ist. Eine Diktatur kann gar keine Diktatur aufarbeiten. Also haben wir sozusagen noch diesen Rucksack noch mit auf den Schultern. Insofern bin ich sehr froh über jeden Versuch, so transparent zu bleiben und offen zu sein, auch für Geschichte. Und ich verachte im Grunde Leute, die meinen, jetzt ist es endlich genug und jetzt müssten wir nach vorne gucken, wir sind doch erst am Anfang. Herr Kowalczuk. Naja, ich glaube ja, Sie meinen nicht Erinnerungskultur, denn Erinnerungskultur gab es auch schon vor 45 und die gab es auch vor 89 in der DDR. Sie meinen mehr das, was man mit vielleicht staatlicher Erinnerungspolitik benennen könnte. Das ist ja noch mal was anderes. Und Erinnerungskulturen lässt sich ja nicht wirklich steuern, weil das ist eine Sache, die sowieso jedes Individuum macht. Sozusagen in den Familien gibt es sowas auf ganz verschiedenen Ebenen. Das wird natürlich in Diktaturen oder speziell in der DDR wurde das überformt und überlagert von der offiziellen staatlichen Ideologiepolitik, in der bestimmte Muster über den Geschichtsunterricht, über den Staatsbürgerkundenunterricht, über die Medien, auf allen möglichen Ebenen unentwegt gewissermaßen propagiert worden sind und den Leuten, man muss wohl schon sagen, in die Köpfe zementiert werden sollte, mit Folgen, die in den letzten 20 Jahren, meines Erachtens 25 Jahren, zu wenig thematisiert worden sind. Denn wenn Leute über Jahrzehnte hinweg immer das Gleiche hören, trotz Westmedien, dann bleibt das natürlich nicht folgenlos. Eine Sache, an der man das sehr gut sehen kann, ist der unterschiedliche begriffliche Umgang in Ost und West nach wie vor mit Nationalsozialismus und Faschismus zum Beispiel. Also da könnte man ganz viel dran zeigen. Aber es gab eben daneben auch immer gewissermaßen das private Gedächtnis, das private historische Gedächtnis, das eben dann nach 1989 aus der privaten Welt in die Gemeinheit, in die Öffentlichkeit transformiert werden konnte. Deswegen habe ich 1989 in allen Ländern des Ostblocks auch immer als eine Wiederaneignung der eigenen Geschichte verstanden. Das war im Übrigen in der DDR nicht ganz so offenkundig wie in der CSSR, wo gewissermaßen die ganze samtende Revolution in einem ganz engen Verhältnis stand zum Prager Frühling, in der Figur von Dubček gewissermaßen symbolisiert. Ungarn, der Umbruch begann mit dem öffentlichen Begräbnis von Imre Nagy und seinen anderen 8 Umgebrachten im Sommer 1989. In Polen steht am Anfang von 1980 die Erinnerung an die Erschossenen von 1970. Also man kann, das könnte man jetzt so zeigen, im Baltikum, diese Menschenkette, ja, da könnte man zeigen, also geht es immer auch um die Wiederaneignung der eigenen Geschichte, um das sozusagen aus der staatlichen Verfügungsgewalt herausreißen der eigenen Vergangenheit und schon für die Geschichte zu sagen, ich. Ja, und damit wird die Sache politisch. Und auch so eine Prozesse gab es auch in der DDR. Ich erinnere an eine Geschichte, die sehr, die vergessen ist, aber die damals eine große Bedeutung hatte. Am 28. Oktober 1989 fand im Deutschen Theater, also wenige Laufminuten von hier entfernt, eine vielbeachtete Lesung statt, in der der Schauspieler Ulrich Mühe aus den gerade im Westen erschienenen Lebenserinnerungen von Walter Janka vorlas und in der Walter Janka, das ist im Rowohlt Verlag damals erschienen, über seine Hafterlebnisse bei Mielke erzählte. Und das hat damals eine enorme Wirkung gehabt. Dann kann man sich fragen, warum im Theater, Deutsche Theater, passen 400 Leute drin, was hat das für eine Wirkung gehabt? Das ist im Rundfunk übertragen worden und das hat eine unglaubliche sozusagen Erosionskraft innerhalb der Apparate auch bewirkt.
Also bis hin in die Stasi hinein und so, dass die Leute sagen, um Gottes Willen, sowas konnte hier bei uns passieren. Also da sieht man, das hat eben alles was mit Geschichte zu tun und das musste man dann eben auch wieder offenlegen und man musste sozusagen auch die Möglichkeit einräumen, dass man nun offen und frei darüber redet. Deswegen gehörten eben auch von Anfang an, auch am 4. November 1989 auf der großen Demonstration zu den Hauptlosungen, öffnet die Archive. Ja, oder 2003 die Wiederentdeckung des 17. Juni war ja auch, das war ja so, und zwar in Ost und West ein ganz wichtiger Prozess der Wiederaneignung und Neuinterpretierung. Sehr. Und wenn ich noch kurz was zu Ihrer zweiten Frage sagen kann, naja, ich weiß jetzt nicht, ob Sie wirklich meinten, die beiden Staaten oder ob Sie die beiden Gesellschaften meinten. Weil bei den beiden Staaten, da habe ich eine relativ dezidierte Meinung, vom DDR-Staat gab es nichts und gar nichts zu retten. Und zwar, weil all das, was vielleicht dem einen oder anderen irgendwie so kuschelig oder nett sozusagen vorkam, ganz entscheidend mit den Diktaturverhältnissen zusammenhing. Ja, und deswegen sozusagen, man kann da nicht irgendwas rausbrechen und sagen, das war aber toll, sondern das hatte teilweise eben dann auch, da könnte ich viele Beispiele für nennen, eben ursächlich diktatorisch sozusagen, hing zusammen mit der Diktatur selbst. Was die Gesellschaften anbelangt, ich glaube ja mittlerweile, auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen albern anhört, aber vielleicht kann man das so ganz gut so als Provokation in den Raum werfen, der Westen hat sich ja durch 89 und durch die ostdeutsche Gesellschaft wahrscheinlich doch mehr geändert, als er selber glaubt. Und nicht zuletzt dadurch, dass Millionen von Wanderern, von innerdeutschen Migranten, von Ost nach West ging. Das darf man immer nicht vergessen. Und die sind da vielleicht erstmal nur scheinbar gewissermaßen stumm, aber die sind natürlich sozial gesehen nicht stumm. Und deswegen, insofern glaube ich, das ist vielleicht eine lohnende Frage, dass das mal beim 50. Jahrestag des Mauerfalls zu debattieren, wie ist der Westen eigentlich durch den Mauerfall verändert worden? Also an einer Stelle würde ich das schon ein bisschen anders beschreiben. Also wir sind ja alle, wir dürfen uns nicht täuschen lassen davon, dass wir einen ostdeutschen Präsidenten haben und eine ostdeutsche Kanzlerin. Jenseits dieser beiden sieht es, was die Beteiligung ehemals Ostdeutscher, muss man ja sagen, an Macht und Einfluss betrifft, ausgesprochen dünner aus. Schauen Sie sich die Industrieverbände an, die Medien, die Gewerkschaften, die Universitäten und so weiter und so fort. Also da, wo es wirklich um Entscheidungen geht, um Macht, sind Leute aus dem Osten ausgesprochen dünn gesät. Und ja, das ist aber sozusagen diese Machtebene. Mir ging es ja mehr um die gesellschaftliche Ebene. Okay, dann war es kein Widerspruch, sondern eine Ergänzung. Das Thema genehmigt. Das Thema für den 50. Jahrestag ist gesetzt, Herr Tetzler, Herr Jungblut. Ich danke Ihnen beiden für diese Kraft, die Sie uns in dieser guten Deutschstunde vermittelt haben. Vielen Dank. Und Ihnen vielen Dank für Ihre Fragen. Wir treffen uns wieder. Abgemacht ist das Thema. Wir müssen nur noch eingeladen werden. Ich möchte enden bitte mit einem Zitat. Manchmal tut es ja ganz gut, von außen zu schauen. Wir haben im Moment im Britischen Museum eine große Ausstellung über dieses Land und seine Erinnerung. Und in der Financial Times hieß es dazu, und dann bitte bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Vielleicht liegt hierin das wahre deutsche Wunder nach dem Zweiten Weltkrieg, wie das Land sich täglich dazu zwingt, sich zu erinnern. Vielen Dank.